Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 279. Mein Name ist René und außerdem mit dabei der Herr Basti. Gute. Und der Herr Marvin hängt noch irgendwo in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln fest, der kommt aber gleich noch mit dabei. Aber wir starten ja schon mal durch, haben wir beschlossen. Ja, damit der Marvin kommt per Fallrückzieher dazu. Yeah! Marvin Haller. Geil. Haller. Überragend. Ja, das war ein ja, dann lass uns das Spiel von hinten anfangen. 90 plus, vierte Minute. Oh, was ist geil. Dieser Ball da rein und der Haller, der haut da dieses Ding, nachdem er ja vorher schon diese Chance hatte, die ja da Zieler und der Abwehrspieler da von der Linie gekratzt haben. Aber dieses Ding da als Seitfallzieher, ich konnte mir das gar nicht oft genug in der Wiederholung anschauen. Das war sowas von grandios. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal die Saison mir alles angeschaut. Erstes Mal, glaube ich. Ansonsten habe ich so ein bisschen immer, aber das war wieder dieser, das war eigentlich mein persönlicher Saisonstart, ehrlich gesagt. Das war auf jeden Fall ein mehr als persönliches Saisonhighlight bis jetzt. Ja, weil irgendwie die Saison war, wir wussten ja noch nicht genau, wo es lang geht. Und es war immer so ein Auf und Ab und zu Hause verloren, auswärts gewonnen. Und das war irgendwie so ein Befreiungsschlag im wahrsten Sinne des Wortes. Das war einfach so geil. Ja. Das sind ja die Momente. Wir regen uns hier Folge für Folge. Meistens regen wir uns ja hauptsächlich auf. Nein, niemand. Und vor der Saison hat man diese Freude und dann nach zwei, drei Spielen merkt man schon, warum man eigentlich gar keinen Bock mehr auf Fußball hat, weil Fußball einen mehr aufregt, als einen Freude bereitet. Aber dann wird man wieder dran erinnert, warum man da überhaupt die ganzen Jahre schon hingeht, wegen solcher Momente. Das war einfach überragend. Das war einfach, nach diesem Tor habe auch erst nicht direkt gejubelt, sondern habe mir alle um mich rum erstmal angeschaut und im Moment aufgesogen. Ja. Und dann mich völlig ausgerastet. Das war einfach so geil. Was ich aber auch sagen muss, was so ein bisschen mir das so ein bisschen versaut hat, ist dieser scheiß Videoschiedsrichter, weil ich mittlerweile mir innerlich antrainiert habe, im Unterbewusstsein, nach so einem Tor erstmal zu schauen, weil du kannst dich, früher war es ja so, dass man diese zwei Sekunden oder eine Sekunde hatte, dann hat man auf den Schiri geguckt und wenn er zum Mittelkreis gezeigt hat, wusste ich ja, okay. Maximal, was dann auch passieren konnte, wenn der Linienrichter ruft, aber wenn der auch Richtung Mittellinie gelaufen ist, war alles safe. Mittlerweile hast du es ja so, dass du irgendwie fast 10, 15 Sekunden warten musst, gerade weil der Fallrückzieher ja schon, ich sag mal so, an der Grenze war. Also, ja. Also, ja gut, also ich meine, klar, ich meine, wenn sich ein Haller da in der Luft irgendwie querlegt, dann ist der allein aufgrund seiner Körpergröße schon relativ schnell irgendwie mit den Beinen auf Kopfhöhe von den anderen, aber da war ja jetzt auch nicht so direkt einer dran, also. Ich meine nicht, dass ich das in der Wiederholung so gesehen hätte, ich meinte nur in dem Moment. Ich habe das ja im Live dann nicht so genau gesehen, aber ja, beim Fallrückzieher ja hast du da ja dann immer so trotzdem die latente Angst zu denken, oh, hoffentlich pfeift der gefährliche Spiel nicht ab. Und es war da nicht so und als dann irgendwie klar war, dass es zählt, da war alles zu spät. Und dann auch noch, da war der Schlusspfiff, kam auch direkt. Das war einfach so geil. Was ja nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass die Leistung nicht allzu gut war und Stuttgart auch hätte gewinnen können, aber das war an dem Tag war es auch ehrlich gesagt egal. Ich habe über diese schlechte Leistung auch erst ein paar Tage später nachgedacht. Hätten wir den Podcast letzte Woche schon gemacht, hätte ich wahrscheinlich gar nicht drüber geredet, aber mit der Zeit kommt es dir halt schon, dass du denkst, es war halt trotzdem etwas glücklich auch. Etwas ist freundlich umschrieben. Also ich muss sagen, ich habe während des Spiels geschimpft wie ein Rohrspatz und nicht immer familiengerecht, würde ich das jetzt mal nennen. Glücklicherweise war mein Sohn nicht mit im Zimmer. Ich glaube, dem hätten die Ohren geklingelt. Also das Spiel hat mich schon ziemlich aufgeregt. Ziemlich aufgeregt. Ja, man muss da auch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja, eigentlich hatte dieses Fußballspiel jetzt Blatt an, aber es hatte ja eigentlich alles, was man will. Also die Eintracht hatte am Anfang ein paar kleine Chancen. Dann hattest du eine rote Karte, dann hattest du diese Erleichterung, dass es keinen Elfmeter gibt. Und dann hattest du ja auch, die Eintracht hat ja vorher schon zwei Riesenchancen. Ey, Gacinovic, was macht er da? Du, ganz ehrlich, also diese arrogante Art und Weise, wie ein Gacinovic da den Ball zugespielt bekommt und diesen arroganten Schuss dann da abliefert. Also ich hätte ihn am liebsten irgendwie ins Tor oder übers Knie gelegt oder sonst irgendwas. Also an den Ohren vom Platz gezogen. Das wäre vielleicht noch irgendwie das Minimum gewesen, was man hätte tun müssen. Also so eine arrogante Art und Weise. Ich habe mich fürchterlich darüber aufgeregt. Ich tue es heute noch.
fand ich eigentlich, also arrogant fand ich es gar nicht, ich fand es eher unbeholfen, weil er eigentlich ja, kann er den Ball ja stoppen und sich dann die Ecke aussuchen. Für mich war es eher so zu überhastet. Das war eigentlich der alte Gacinovic wieder, wo du denkst, der soll jetzt diesen Schritt machen und abgeklärter werden. Das hat er noch nicht drin. Der hatte auch einmal so eine, da war er frei, konnte frei schießen in der ersten Halbzeit, da hat er dann auch so ein Schisschen abgelassen. Also Gacinovic, dem fehlen noch ein paar Prozent zu dem, was wir uns von ihm wünschen. Also, weil das Ding musst du reinmachen. Und was man auch nicht vergessen darf, das war überragend gespielt von Allaire. Also das war, alle Leute, die auf ihn geschimpft haben, das habe ich sowieso nicht verstanden. Mir ging das, wir haben es letzte Folge, Marvin hat es ja auch gesagt, das ging mir viel zu schnell. Ich hoffe, die Leute haben gesehen, warum ich das sage. Weil er hatte auch eine Riesenchance, da konnte er nichts machen, das wurde auf der Linie geklärt. Und dann den, das Gacinovic-Ding bereitet er auch super vor. Das ist eine Qualität, die man bei ihm gar nicht, die, man muss da auch mal ein bisschen weggehen davon, nur auf die Torzahl zu schauen, sondern der macht auch so gute Sachen. Also der macht im Spiel auch gute Dinge. Zum Spieler für seiner Größe kann er auch gut passen und hat eine gute Technik. Das war was wir in der letzten Folge oder so zwischendrin auch schon gesagt haben. Er kann den Ball behaupten. Das Problem ist halt ganz oft, er nimmt den Ball halt meistens so an, dass er mit dem Rücken zum Tor steht und hat dann niemanden in dem Aufbauspiel, auf den er den Ball nochmal irgendwie ablegen kann und muss sich dann da selbst irgendwie durchtanken. Aber wenn der jemanden hat, der quasi ja mitläuft und wo er den Ball dann auch hinspielen kann, weil die Übersicht hat er und die Skills dafür hat er auch, ja, dann ist das, also du musst eigentlich in Haller in der Formation spielen, wo er halt eigentlich immer irgendwie entweder einen wirklich hinten dran hat, auf den er den Ball nochmal ablegen kann, oder jemanden, der halt quasi mit ihm parallel läuft. Und das war ja das, was Gacinovic in dem Moment gemacht hat. Aber wie gesagt, der Schuss, der war halt lächerlich. Also das war nix. Und da ging es ja hin und her. Stuttgart hatte ja dann auch noch Chancen. Ginczek hat ganz knapp daneben geschossen. Also es war ein sehr spannendes Spiel. Ja, spannend war das allemal. Aber ich fand es halt gerade so von dem Konzept, was wir ein bisschen gefordert oder bislang vermisst haben, fand ich es halt einfach fürchterlich anzuschauen. Das sind diese zwei Betrachtungsweisen. Also wollte ich ja damit sagen, das sind zwei, wie du es gesagt hast, spielerisch gesehen war das nicht diese Weiterentwicklung, die wir uns erhofft haben, und das war auch nicht diese Schlüssel für Heimspiele, die es besser machen. Das einzige Unterschied war diesmal, dass wir das Glück hatten, was wir gegen Wolfsburg und Augsburg nicht hatten. Das waren aber ähnliche Spiele. Das hatte ich ja damals auch gesagt. Gegen Wolfsburg kannst du auch gewinnen. Eigentlich war die Eintracht sogar gegen Wolfsburg besser. Ja. Die Eintracht war gegen Wolfsburg theoretisch besser. Und Wolfsburg war schlechter als Stuttgart eigentlich auch. Genau. Und Stuttgart hat das teilweise auch ganz gut gemacht. Was ich auch bemerken will, ist, dass es halt auch mehr Spaß macht, gegen Stuttgart zu spielen, weil die halt auch Fans dabei haben. Du hast es halt im Spiel gemerkt, da war eine gute Stimmung. Es gab Chancen auf beiden Seiten, es gab knappe Situationen, es war laut im Stadion. Es war, also das ist eigentlich ein perfektes Bundesligaspiel, wenn man, wie gesagt, was auf dem Platz, wenn man das ausblendet, dass es wirklich taktisch gesehen nicht das Allerbeste war. Aber rein Bundesliga, rein emotional gesehen, rein stadiongängermäßig war es überragend. Weil du hattest dann auch noch diesen Moment am Ende und es war laut und es war emotional. Klar, wenn du halt einfach ein Fußballspiel sehen willst, was bis zur letzten Minute quasi offen ist und wo jede Situation über eine Spielentscheidung oder jede Situation irgendwie zu einer Spielentscheidung führen kann, dann war das wunderbar. Aber als Anhänger sowohl des einen als auch des anderen Vereins hast du da halt schwer gelitten bei dem ganzen Spiel. Ja, auf jeden Fall. Es war halt auch echt anstrengend mit anzusehen. Ein paar Unzulänglichkeiten. Bei der Eintracht waren auch komische Lücken in der Defensive teilweise. Ja, und merkwürdigerweise ging die erst weg, als Fallett weg war. Sie mit 10 Mann noch waren. Das war ein bisschen merkwürdig. Es war allgemein viele merkwürdige Sachen, was mich auch so ein bisschen, ich habe es teilweise auch verstanden, aber ein bisschen irritiert hat. Es gab ja auch krasse Pfiffe gegen Kovac schon. Im Vorfeld also, nicht, aber nee, als er da bei diesem einen Wechsel habe ich es jetzt nur wahrgenommen, als wann war das? Wenn dann hat er, ja, ich glaube, er hat Rebic rausgewechselt und Williams gebracht, kann das sein? Ja. Oder und dann hat er vorher schon Medojevic gebracht. Also du hast so das Gefühl gehabt, was macht er? Also so, weil du das Gefühl hast, er einfach will gewinnen und dann wechselt der Rebic aus. Da gab es dann schon Pfiffe, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob sie gegen Kovac waren oder einfach nur dagegen, dass die Leute Rebic weiter auf dem Platz sehen wollten, weil er hat mir an dem Tag eigentlich auch an gewissen Stellen ganz gut gefallen. Ich glaube schon, dass Kovac bei dem Spiel einfach so ein bisschen angezählt war, gedanklich. Aber... Ja, ich kann. Ja. Ich weiß ja, wie es in Frankfurt ist, und ich bin auch einer, der da schnell dabei ist zu meckern, aber ich verstehe im Moment, in der Situation, in der wir gerade sind, verstehe ich die Meckerei nicht. Also diese Heimspiele gegen
diese Heimspiele gegen Wolfsburg und Augsburg, natürlich waren die nicht gut, natürlich waren die unglücklich, aber die waren auch nicht miserabel. Also du hast, ich habe teilweise das Gefühl, dass Leute reagieren, als hätten wir den 20. Spieltag, die Eintracht ist irgendwie 17. und Haller, teuerster Einkauf, hat noch nicht ein Tor getroffen und tritt überhaupt nicht in Erscheinung. So reagieren manche, ehrlich gesagt. Und das ist ja nicht der Fall. Da muss man ja auch so ein bisschen mal in der Tiefenanalyse gehen, zu sagen, okay, Haller hat den Großteil der Spiele, die er gemacht hat, gut gespielt. Klar hat er auch unglückliche Szenen dabei und Tore verstolpert, aber er hat auch Pfosten und Latte getroffen und hat auch unabhängig von Torraumszenen gute Ansätze gezeigt, die einfach zeigen, okay, wenn die Spielanlage stockt, hast du wenigstens noch so eine kleine Backup-Option, länger Bälle auf ihn zu spielen, die er verarbeiten kann. Also das will ich hier mal ganz deutlich sagen, mir passt teilweise die negative Grundstimmung nicht. Was nicht heißt, dass ich nicht auch weiß, dass es viele Dinge noch zu kritisieren gibt, aber das sind für mich trotzdem zwei verschiedene Paar Schuhe, weil ich bin jemand, der pfeift höchstens, wenn überhaupt, wenn ich das Gefühl habe, da steht ein Trainer an der Seitenlinie, der keinen Bock mehr hat und dadurch hat die Mannschaft auch keinen Bock mehr. Dann, ja, ich glaube, ich das ist was. Könnte mir vorstellen, dass das halt einfach auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man aufgrund der ja geballten Offensivkraft, die man am Anfang der Saison vermutet hat, die Ergebnisse das halt einfach nicht widerspiegeln. Wir sind jetzt am 7. Spieltag, wir haben 10 Punkte. Wir haben 3 Siege, 3, ein Unentschieden, 3 Niederlagen, also eigentlich komplett ausgeglichen, so mehr oder weniger. Sind ja nur, in Anführungszeichen, 4 Punkte hinter Platz 2. Also du bist noch in beiden Richtungen irgendwie da unterwegs, aber wenn du halt einfach guckst, was wir am Anfang der Saison gesagt haben, was wir an Offensivleuten da haben, auch gerade mit einer Verpflichtung von einem Boateng, wo du halt schon siehst, dass du eigentlich da wesentlich mehr tun müsstest und jetzt irgendwie mit einer Torbilanz von 6-6 irgendwie dastehst, das zeigt halt einfach nichts von der Erwartung, die man vielleicht aufgrund der reinen Verpflichtungen da irgendwie hatte. Dann war die Erwartung, aber vielleicht auch von uns, aber dann war die Erwartung von vielen wahrscheinlich auch falsch, ehrlich gesagt, weil Kovac keinen berauschenden Offensivfußball hat spielen lassen, das war auch in der Saison, in der Hinrunde so, wo wir so gut waren, weil da haben wir eigentlich die Spiele gewonnen, wo wir Platz hatten und kontern konnten, das waren die Spiele, die wir gewonnen haben und die gewinnen wir immer noch, also wo wir ein bisschen Platz haben, dass wir zu Hause nicht so viele Lösungen finden gegen Mannschaften, die sich nicht reinstellen, das war auch letzte Saison, ehrlich gesagt, so. Ja, ich sage ja nur, dass ich mir vorstellen könnte, dass das halt eventuell ein Thema sein könnte, warum man da so ein bisschen negativ oder wenig positiv unterwegs ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also da jetzt sowohl in Kovac als auch irgendwie einzelne Spieler jetzt gesammelt irgendwie oder gezielt irgendwie anzugehen und zu sagen, dass das jetzt irgendwie, was weiß ich, Fehlverpflichtungen oder hast du nicht gesehen sind, ist halt auch einfach auch noch zu früh. Wir stehen jetzt gerade mal am 7. Spieltag, da passiert noch eine Menge. Es waren Spiele dabei, die man hätte gewinnen müssen. Es waren Spiele dabei, die man nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Aber das ist es halt. Also ich meine, das wäre ja jetzt auch irgendwie ganz tragisch, wenn das jetzt alles irgendwie schon so durchsimuliert wäre. Ja, also. Ja, wie gesagt, für mich, wieder drauf. Für mich ist Hannover wird jetzt ein interessantes Spiel, was so den Weg geht, in den es gehen kann, weil hat die Saison immer noch nicht angefangen in dem Sinne, dass wir irgendwelche Analysen starten könnten. Nee, absolut wir hatten, nicht. Also wir hatten da alles drin. Frühestens nach dem 10. Spieltag irgendwie drüber reden, also das ist jetzt definitiv noch zu früh, da jetzt irgendwelche Analysen oder Prognosen oder irgendwas abzugeben. Hi. Genau, da ist der Spezialist für Analysen und Prognosen. Mhm. Wir waren gerade eben noch beim Hannover-Spiel. Ja, beim Stuttgart-Spiel. Ah, ja. Ich bin... kein Problem, alles gut, ja. Mhm. Bin gerade ein bisschen... und waren gerade dabei, drüber zu reden, ob es jetzt, also wie die Situation war, da ja doch auch im Vorfeld so ein bisschen negative Stimmen angeklungen sind gegen einen Haller und auch gegen einen Kovac. Der Hund stimmt mir dazu. Der Hund stimmt ja auf jeden Fall. Aber das ist nicht Jupp Heynckes sein Hund, oder? Nein, das ist nicht Jupp Heynckes Hund, das lebt ist nur meine. Sehr gut. Weiß ich nicht, gute Frage. Führ weiter aus. Und was wir nicht verstehen konnten und ich versuchte es damit zu erklären, dass die Erwartungshaltung vielleicht einfach aufgrund der nominellen Offensivkräfte und dem aber doch sehr fehlenden Offensivkonzept
vielleicht so ein bisschen einfach damit zusammenhängt, dass man eine wesentlich andere Erwartungshaltung hatte und gerade auch, wenn man sich dieses Spiel gegen Stuttgart anguckt, wie wir dieses Spiel gestartet sind, mit einem Rebic, mit einem und einem Gacinovic auf den Außen, in der Mitte mit einem Haller, mit einem Boateng, das schreit ja eigentlich danach, dass du quasi den Gegner da irgendwie überrennen musst. Ein Stendera, der da ja auch noch mitgemischt hat, der ja auch wieder in der Elf war. Also eigentlich hättest du ja quasi, rennst du mit 5 wirklich nominell so dermaßen Offensivkräften darum und kriegst eigentlich auch in den ersten Minuten nichts auf die Kette. Also es passt halt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Hattet ihr denn da das Gefühl, dass hier schon eine gewisse Verunsicherung zu spüren war? Denn das kam mir so ein bisschen vor. Also ich weiß nicht, die Eintracht hat sich ja offensiv da schon sehr, sehr schwer getan in der ersten Halbzeit. Naja, ich meine, das 1-0 ist ja dann relativ vor Schluss gefallen, also 42. Das war dann ziemlich gut, aber ich fand schon, dass die Eintracht sich schwer getan hat und du es schon gemerkt hast, die wissen auch gar nicht genau, wie sie jetzt agieren sollen, oder? Ja, aber nicht nur in der Offensive, sondern halt auch in der Defensive. Also du hast halt auch durch die komplette Mannschaft diese Verunsicherung gemerkt, wobei man schon sagen muss, dass der Druck, den sie irgendwie auch auf Stuttgart gerade bei diesem 1-0 ausgeübt haben, der war jetzt halt auch nicht gerade verachtenswert. Also der Rebic setzt da einen Bartstuber schon ganz gut unter Druck, dass er da halt einfach diesen Ball da verstolpert und ist dann halt auch gedankenschnell. Also das ist halt auch so diese Podolski-Art und Weise, da Fußball zu spielen. Nicht lang denken, sondern halt einfach handeln. Aber genau deswegen haben wir ihn doch geholt. Das finde ich so grandios. Also ich muss halt sagen, gerade bei dem 1-0 hat sich doch wieder gezeigt, warum Rebic dieser Faktor sein kann. Also ich muss sagen, das war für mich sinnbildlich, dass Rebic wirklich das intuitiv wusste, wie er seinen Laufweg zu gestalten hat. Denn er ist mit einem Fehler von Bartstube oder seinem Kontrahenten insbesondere einfach, der ist davon ausgegangen, dass sowas passieren könnte und hat das antizipiert und hat dementsprechend die Möglichkeit für sich gesehen, hier ein Tor zu erzielen. Und da war für mich klar, ich weiß wieder, warum Rebic bei uns spielt. Ja, ich sehe es auch so. Das sind aber dann auch diese Momente, die du dann eigentlich nicht einplanen kannst. Also die sind nicht das Ergebnis von spielerischer Überlegenheit, sondern die sind genau eigentlich dann diesen Büchsenöffner, den du brauchst. Und da will ich auf das, was der Marvin gesagt hat, ein bisschen eingehen. Ich hatte das auch so, das Gefühl. Aber ich habe auch eigentlich damit gerechnet nach den Heimspielen, ehrlich gesagt, und nach diesen aufkeimenden Diskussionen, die es einfach gab, wo der ein oder andere sich schon gemeldet hat. Und wenn du gegen Wolfsburg und Augsburg zu Hause nicht gewinnst, dann fängst du, glaube ich, auch ehrlich gesagt automatisch an zu denken. Und dann hast du einen Aufsteiger, der einen Trainer hat, der auch schon weiß, wie man hinten einigermaßen dicht steht. Das konnte man sich ja bei Augsburg und Wolfsburg wahrscheinlich auch gut abschauen. Und du hast dann schon gemerkt, dass die Eintracht gedacht hat, scheiße, was ist denn, wenn das heute wieder nicht klappt? Und das haben die Leute auf den Rängen auch gedacht. Und eigentlich wäre doch genau, aber was ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, eigentlich war doch dieses 1-0 dann eigentlich genau das, was wir uns alle erhofft haben und wir dann gedacht haben, okay, jetzt löst sich dann vielleicht diese Blockade, die wir uns eingebildet haben zu sehen oder die vielleicht tatsächlich auch da war, aber die hat sich dann irgendwie nicht gelöst und das fand ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Also ich fand, die zweite Halbzeit war für mich ziemlich strange, ehrlich gesagt, weil die hatte so viele Passagen drin, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Du hast diese Passage drin, dass erstmal nichts passiert, dann kommt dieser dumme Ausgleich, der auch im Buch stand. Natürlich, Terror, der macht natürlich sein erstes Tor gegen uns, natürlich. Und dann hattest du die Phase, wo Stuttgart eigentlich das Spiel für sich entscheiden muss. Und dann die Phase, wo die Eintracht mit 10 Mann viel, viel besser war als in jedem Heimspiel in der ganzen Saison. Dann Chancen hat, die vergibt und dann am Ende so ein Ding da reinhaut. Also da war wirklich alles drin. Und das fällt mir ganz schwer, das zu kategorisieren, zu sagen, okay, wir, René und ich hatten es vorher schon, ich kann das gar nicht einschätzen, was das für ein Spiel war. Also für mich als Fan war es geil, weil wenn ich jetzt ausblende, wie das zustande gekommen ist, war alles drin. Du führst, Ausgleich, der Gegner hat viele Fans dabei, es gibt eine rote Karte, die Erleichterung, dass es doch keinen Elfmeter gibt, dann die Angst, dass du irgendwie dann noch den völligen K.O. mit 2-1, 3-1 Stuttgart kriegst, um dann am Ende eine Riesenchance zu haben, dich aufzuregen, noch eine Riesenchance wieder aufregen, um am Ende diesen Fahrrückzieher drin zu haben. Also eigentlich geht's ja nicht geiler, aber trotzdem sind viele, wie ich jetzt hier wirre angesprochen habe, viele Sachen, die ich noch nicht ganz einordnen kann, ehrlich gesagt. Und da gehört auch das dazu, was der Marvin eingangs gesagt hat, diese latente Unruhe auf dem Feld, auf den Rängen, irgendwie so ganz komisch. Mhm. Ja,
Das ist ja genau, also es war für mich ein unfassbares Freakspiel, ja. Genau. Also ich habe selten so ein so merkwürdiges Spiel in der letzten Zeit gesehen, was nicht hundertprozentig vorhersehbar war. Was vorhersehbar war, wie du eben richtig gesagt hast, war, dass der Ausgleich kommt. Terodde wurde eingewechselt, es war ja dann nicht der erste Eckball, sondern der zweite Eckball. Den netzt der ein, erste Ballberührung, es musste so kommen. Und dann ist es aber, geht es direkt dagegen von dem, was man normalerweise denkt, denn du merkst, die Downward Spiral ist da, es geht nach unten, die Eintracht gibt dieses Ding in den nächsten 5 Minuten jetzt komplett her, dann rote Karte, verletzt und dann, wie du es ja gerade gesagt hast, wir haben es ja eben, ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon besprochen, und dann halt doch nicht, doch kein Elfmeter, nochmal ein ganz kurzes Positivmoment, und dann wechselt sich innerhalb dieses Spiels einiges zum Positiven, wo man auch sagen muss, wenn man wahrscheinlich gar nicht oft genug erwähnen kann, ist die Sicherheit, die Russ danach ausgestrahlt hat. Für mich hat Marco Russ eine sehr beruhigende Position hier dann im weiteren Verlauf des Spiels gehabt. Ja, wobei ich den Zeitpunkt, und das war eine Diskussion, die auch gerade im Chat so ein bisschen gelaufen ist, den Zeitpunkt der Einwechslung an der Stelle halt schon so ein bisschen komisch war. Du gehst kurz vor der Pause mit diesem Einzelnen in die Führung, du kommst in die zweite Halbzeit und nach 10 Minuten hast du diesen Wechsel, De Guzman raus, der auch wieder absolut unauffällig in diesem Spiel war, und dann ein Innenverteidiger rein, was ja noch weit vor der roten Karte war. Das wirkte halt schon so ein bisschen auf irgendwie, ja, das Ding irgendwie über die Zeit bringen. Ob das halt die richtige Einstellung gegen so einen Aufsteiger ist, wage ich halt auch so ein bisschen zu bezweifeln. Es ist zu Recht, dass du es bezweifelst. Ganz ehrlich, ich habe keine der Einwechslungen verstanden. Also vielleicht habe ich am... Ja, Basti, erzähl, ja. Nee, ich wollte nur sagen, wenn du allein nur die Namen denkst, dass du dann Russ, Medojevic und einen Linksverteidiger einwechselst, in dem Spiel, wo du... Ja, aber ihr habt ja gesagt, man muss ja die Auswechslung auch zeitmäßig betrachten, weil die Russ-Einwechslung, ich habe es auch so gesehen wie der Marvin, nur hat die zu dem Zeitpunkt keinen Sinn gemacht. Konnte Kovac ja gar noch gar nicht wissen, dass er ihn dann danach braucht, weil die eigentlich die Auswechslung dann erst wegen dem Platzverweis Sinn gemacht hat. Genau, also das war das Skurrile daran. Das passt aber auch zu diesem Spiel. Die Auswechslung hat Sinn gemacht, aber zu dem Zeitpunkt, als sie getätigt wurde, eigentlich nicht. Ja, erst im Nachhinein. Auch die Einwechslung von einem Medojevic. Ich meine, klar, ein Stendera kann vielleicht noch nicht über die volle Zeit gehen. Ist vollkommen nachvollziehbar, ja. Aber dann hast du mit einem Wolf, mit einem Regota, mit einem Jovic 3 Offensivleute da auf dem Ding, ja. Du kriegst das 1-1 von Stuttgart eine Minute oder 2 Minuten vorher und dann bringst du einen defensiven Mittelfeldspieler. Mhm. Ja, das passt nicht, passt absolut nicht. Ja, ja, das hatte sich so alles so angehört, so nach dem Motto, okay, jetzt spielen wir auf Halten 1-1 irgendwie über die Zeit bringt. Das war das Statement, was dann rüberkam. Und auch, und natürlich aber auch das, die Willems-Einwechslung, genau, war ja für mich dann ja ebenfalls dann so. Genau, da gab es ja Pfiffe. Genau, aber warum? Warum gab es Pfiffe? Weil Willems ja nominell defensiver ist für jemanden, der wichtiges Tor gemacht hat wie Rebic. Muss aber sagen, auch hier ist es, glaube ich, gar nicht mehr so relevant gewesen, welche Position Willems nominell einnimmt, denn wie er dann agiert hat, war er ja relativ weit vorne. Und er hat im Endeffekt auch indirekt dann den Siegtreffer ja vorbereitet mit seinem Freischuss. Und wie du Marvin sagt, das ist auch so eine Auswechslung. Die macht in dem Zeitpunkt, wo sie getätigt wird, hat sie für mich keinen Sinn gemacht. Im Nachhinein war sie nicht so schlecht, weil er auf der linken Seite schon viel Betrieb gemacht hat. Also du hast schon gesehen, dass er die eine oder andere Situation kreiert hat. Und wir hatten ja dann auch noch Chancen. Aber es ist wahr, wie ich es gesagt habe, es war freakige Auswechslung, freakige Spiel, freakige, aber Gott sei Dank endlich mal zu unseren Gunsten. Das sollten wir, glaube ich, einfach zu schätzen wissen, weil gegen Wolfsburg und Augsburg ist es eben nicht passiert, sondern da war es andersrum und deswegen sollten wir es einfach so mitnehmen und ich glaube, die Mannschaft weiß auch, dass da noch viel Arbeit auf sie zukommt. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Ich bin aber froh, und das will ich jetzt auch noch explizit erwähnen, dass Stendera wieder eine Option ist, weil er hat mir eigentlich dafür, dass er sein erstes Spiel gemacht hat, echt gut gefallen. Also der war griffig in den Zweikämpfen. Du siehst schon, dass er auch mal einen klugen Pass spielen kann. Klar, hat er noch seine Defizite, wahrscheinlich auch, weil er lange weg war. Ja, das aber ist, kriegst du jetzt nicht raus. Ich bin froh, dass er wieder da ist, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass er in Zukunft länger spielen kann. Dann müssen wir bei der Medojevic-Einwechslung auch gar nicht mehr reden. Ja, stimmt dir vollkommen zu. Ich finde es auch, es war ein positives Moment zu sehen, dass er mal wieder gespielt hat. Und ich glaube, wir sollten uns auch damit zufrieden geben, dieses Spiel nicht voll
umfänglich erklären zu können. Denn das war genau dieses Moment, dieses Ungewissen. Also ich meine, das ist ja, also ganz ehrlich, das Tor, das schlussendliche Tor in der allerletzten, wirklich allerletzten Sekunde dieses Spiels, der allerletzten Minute, das ist doch genau das, was hier wieder ein bisschen das Feuer entfacht für Fans der Frankfurter Eintracht. Ich muss sagen, dieser Schocker von Allaire kann doch wirklich mal eine Initialzündung sein hin zur Wendung des Positiven, nachdem wir so gedarbt haben in den Heimspielen zuvor, kann das für mich der Moment sein, zu sagen, okay Leute, und jetzt sind wir wieder da. Genau, und dann ist es auch egal, wie es vorher zustande kam. Da können wir das nämlich endlich mal ignorieren. Das kannst du ja nicht ignorieren, wenn du immer verlierst und findest keine Lösung. Wenn das aber der Startschuss war, dann ist mir egal, wie. Dann vielleicht hat die Mannschaft dann im nächsten Spiel noch ein Zutrauen. Der Marvin hat es gesagt, es war auch für das Umfeld gut und dass es jetzt auch mal ruhig um Kovac ist. Und ich habe es ja vor eingangs auch schon gesagt, das haben wir letzte Woche auch besprochen, dass mir geht es auch ein bisschen auf die Nerven, dass diese Kritik so ein bisschen am Ziel vorbeigeht, auch zu sagen, Haller wäre ein Fehleinkauf und so habe ich schon alles gelesen. Sorry, aber das scheinen die Leute, die das sagen, scheinen die Spiele nicht gesehen zu haben. Und ich hoffe, dass es ihm Auftrieb gibt, der ganzen Mannschaft und den Fans auch wieder zu sagen, okay, das war genau dieser Moment, den man gebraucht hat, weil es ist im Endeffekt, sind das die Momente, warum wir uns das immer anschauen. Also damit du da stehst und so ausrasten kannst und dich so freuen kannst, weil dieser Moment, der letzte Moment, an den ich dann erinnert habe, das war der, wo ich mit Marvin in Gladbach war. Das sind diese Momente. Dann geht dieser Gotha-Elfmeter rein und alles ist vorbei. Oder dieses Tor fällt und dann ist auch alles vorbei. Das ist das Geilste am Fußball, ehrlich gesagt. Und da ist es mir dann in dem Moment auch egal. Und ich habe es vorhin zu Marini auch gesagt, hätten wir direkt an dem Montag nach dem Spiel aufgenommen, Dienstag, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich auch gar nicht so tief in die Spielanalyse gegangen, weil da wäre es mir immer noch egal gewesen, weil ich war einfach so gut drauf an dem Abend. Und das ganze Wochenende habe ich mir alles angeschaut. Es war, man muss es jetzt mal hier festhalten, es war ein überragendes Tor. Also das war einfach, das kann gar nicht besser passen, wenn du dir ein Drehbuch aussuchen willst und dann rasten alle aus. Es war einfach überragend und ich hoffe, das, was der Marvin sagt, tritt ein, dass das so eine kleine, so ein kleiner Anzünder war, zu sagen, okay, wir können jetzt mal über diese anfänglichen spielerischen Defizite ein bisschen hinwegsehen und ein bisschen mehr Zutrauen haben. Weil ich glaube, nämlich taktische Mängel haben auch oft mit Zutrauen zu tun. Der Marvin hat ja diese Verunsicherung, die er gespürt hat, angesprochen. Ich glaube auch, dass man das gar nicht mehr immer nur auf die Taktik runterbrechen kann, sondern auch, wie fit die Spieler im Kopf sind. Und ich glaube, dass wenn du dann irgendwie in Form kommst, dann gehen dir manche Pässe leichter von der Hand beziehungsweise vom Fuß. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt eintritt und wir das in Hannover zeigen können, weil wir ja eigentlich auswärts immer ganz gut ausgesehen haben. Sehe ich genauso. Das ist ja genau der Punkt. Guck mal, wir haben jetzt eine richtig gute Ausgangslage. Wir sind Tabellenachter, das ist schon mal ordentlich. Wir haben 10 Punkte nach 7 Spielen. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt, ja? Also wenn wir das hochrechnen, haben wir uns dann locker in der Liga gehalten, jetzt nur auf 34 Spieltage. Das ist jetzt ein bisschen fiktiv, aber auch diese Rechnung kann man ja schon durchaus mal treffen. Für mich ist es jetzt erstmal eine gute Sicherheit auch zu sagen, wir haben jetzt auswärts ordentlich gewonnen und endlich haben wir auch zu Hause mal wieder gewonnen. Ne? Und jetzt beginnt für uns diese Saison neu mit einem Gegner, der über den wir jetzt sofort sprechen werden, der respektabel ist, der nicht leicht ist, aber der genauso auch schlagbar ist. Und für uns kann das jetzt die Saison sein, die Zielrichtung sein, zu sagen, wir haben jetzt unseren Stürmer, der hat es erstmal jetzt schon den Leuten bewiesen, denn ganz ehrlich, für mich ist Allaire ein richtig guter Spieler, aber der muss natürlich noch mehr reinkommen, der muss noch mehr ankommen, aber wer will es ihm verdenken, in einem so schwierigen Spielkonstrukt nach und nach erst zu wachsen. Die Spiele, die hier und da sofort funktionieren, die kriegst du halt auch selbst nicht für das Geld. Und ich bin froh, dass wir ihn haben und ich denke, er wird uns noch viel Freude bereiten. Ja, ich mag ihn auch und ich verstehe auch nicht, warum er so schnell in die Kritik geraten ist. Man kann auch Stürmer jetzt nicht nur an Toren messen, beziehungsweise muss man sich dann schon ein bisschen anschauen, wie es zustande kommt. Aber gut, Marvin hat es gesagt, lass uns über Hannover reden und ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Marvin. Das ist ein Gegner, der natürlich der Aufsteiger, der besser in die Saison gestartet ist, als man das gedacht hat. Bei denen ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Sie hatten auch ein bisschen Spielglück auch, was wir teilweise dann nicht hatten. Es ist aber auf jeden Fall ein Gegner, wo du hinfährst und du weißt, du kannst dort gewinnen. Also das ist auf jeden Fall drin. Eigentlich ist es ein Gegner, wo du gewinnen musst. Es ist ein Auswärtsspiel, da waren wir jetzt. Nicht.
Ja, doch. Also die Eintracht ist auch kein Europapokalkandidat. Nee, aber es ist ein Aufsteiger und gegen einen Aufsteiger musst du gewinnen, wenn du was ranst. Naja, also das würde ich jetzt so nicht sehen. Wenn die Eintracht da unentschieden spielt und gut spielt, dann ist es auch okay. Also ich glaube, in Hannover werden auch noch andere verlieren. Aber das ist, glaube ich, für mich, ja, die Eintracht hätte gewinnen müssen, wenn wir jetzt wieder gegen Stuttgart verloren hätten. Das wäre wieder das Ding gewesen, dass wir uns selber unter Druck gesetzt hätten. Jetzt fahre ich eigentlich, ich persönlich mit dem Gefühl, es ist ein Auswärtsspiel, wo ich denke, wenn die gewinnen, ist es wirklich ein guter Saisonstart plötzlich. Wenn wir unentschieden spielen, geht es so weiter. Und wenn du verlierst, ist es zwar scheiße, aber es ist aber auch keine Riesenkatastrophe, wie es vorher gewesen wäre, hätten wir zum Beispiel in Gladbach oder in Köln verloren nach diesen Heimniederlagen. Sondern jetzt kannst du mal dahin fahren und denken, okay, mal schauen, was ihr anzubieten habt, Hannover. Also mal gucken, wir können mal schauen. Und dann, wenn die Eintracht einen guten Tag erwischt hat, gewinnt die Eintracht da. Ja, und dann ist, dann hast du danach ein Heimspiel zu Hause gegen Dortmund, wo die Eintracht bewiesen hat, dass auch noch nicht aller Tage Abend. Ja, und schauen wir uns doch die Mannschaft mal näher an. Hannover 96 ist extrem gut eigentlich in diese Liga gestartet. Jetzt nach 7 Spielen mit 12 Punkten auf Platz 5. Da sieht man schon, das war ein für einen Aufsteiger herausragender Start. Ist auch eine, würde ich sagen, relativ schwer zu bespielende Mannschaft. Also ich denke, die sind auf keinen Fall zu unterschätzen. Was uns zum Vorteil gereicht aktuell, ist aber die Tatsache, dass es bei denen im Sturm sehr, sehr problematisch aussieht. Der Neuzugang Jonatasch, der ja gekommen ist mit viel Hoffnung und auch hat schon einen oder anderen guten Einsatz gehabt, der ist aktuell verletzt, der kann nicht spielen. Martin Hanek ist auch nicht wirklich fit. Auch angeschlagen, genau. Ja, also das ist natürlich etwas. Philippe ist verletzt, also die haben natürlich auch jetzt einiges, was denen da jetzt so nominell aus dem Kader rausfliegt, was sie eigentlich gebrauchen würden. Ja, und jetzt beim letzten Spiel haben sie wirklich ihre erste Niederlage in der Saison kassiert gegen Gladbach. Kann man natürlich auch mal verlieren. So leichter Abwärtstrend, wenn ich mir überlege, dass die ersten 2 Spiele siegreich gestaltet wurden, danach nur noch 1. Aber trotzdem eine Mannschaft, da muss man aufpassen. Aber wie ihr es gerade gesagt habt, da ist halt alles drin. Ne? Die haben, ich würde fast sagen, dass die Wildcard momentan ein alter Bekannter bei Hannover 96 ist. Ein Spiel, den ich übrigens auch ganz gern bei der Eintracht gesehen hätte. Wieder. Und zwar Pirmin Schwegler. Kevin Schwegler ist ein Spieler, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat dort, der ablösefrei gekommen ist, wenn ich das richtig gewesen sein, ja. Und dort mit einem ehemaligen auch an Frankfurter eine ganz, ganz gute Sechser-Tandem bildet, Bacalords, eher der rustikalere von beiden, und Schwegler, der unauffällige Denker und Lenker. Ja, der Mann hat gesagt, das ist eine unangenehme Mannschaft. Der Breitenreiter, das ist, glaube ich, auch für Breitenreiter eine bessere Mannschaft als Schalke. Schalke ist eine Mannschaft, die eigentlich öfter das Spiel machen muss und das ist, glaube ich, nicht sein Fußball. Er hat diesen Fußball mit Paderborn ja jahrelang gespielt, der sehr erfolgreich war. Dieses Gegner anrennen, auf Fehler warten und dann immer konzentriert verschieben und dann zuschlagen. Das ist ja auch dieses Paderborn-Ding gewesen. Und das kann er mit Hannover jetzt, glaube ich, auch besser machen, weil da Hannover auch nicht so die Erwartungshaltung hat wie Schalke. Das passt scheinbar ganz gut. Er fühlt sich dort wohl, versteht sich mit Horst Held, mit seinem Bruder, also ganz gut. Das ist aber wieder mal, wenn es auch sagt, dass eine Mannschaft, die hat mit Sicherheit nicht diese Tiefe im Kader zu sagen, okay, wir stecken das locker weg, wenn Hanik und Jonatasch da weg sind. Das kann man ja dann nutzen. Und Hannover ist mit Sicherheit auch keine Mannschaft, wo du sagen kannst, oh, da wird's ganz schwer, vielleicht irgendwie in Führung zu gehen, sondern du kannst nach Hannover fahren und denken, okay, wir können heute hier gewinnen. Also man darf dann Gegner, die dann vielleicht gut in Form sind, auch nicht überhöhen. Weil wenn man da ein bisschen mal rational drauf guckt, ist das auch keine überragende Mannschaft. Also das ist keine Mannschaft, die irgendwie das Fürchten lehrt, sondern die leben von ihrem Kollektiv, dafür, dass sie gut aufgestellt sind. Aber sobald da vielleicht der eine oder andere fehlt, kann man das nutzen. Und die Eintracht, meiner Meinung nach, ist die Eintracht, was den Kader betrifft, besser aufgestellt, ehrlich gesagt. Und deswegen könnte man auch selbstbewusst sagen, okay, wir können dort auf jeden Fall gewinnen. Ja, sehe ich ganz genauso. Das ist wirklich keine Partie, wo die Eintracht sich jetzt ins Hintertreffen geraten muss. Das ist eine Partie auf Augenhöhe. Wir müssen halt sehen, dass wir unsere Baustellen dementsprechend einigermaßen beseitigen und dass es die Möglichkeit halt gibt, wie gesagt, Fallett zu ersetzen. Ich denke, das ist ja durchaus möglich. Darüber können wir ja gleich noch sprechen. Auch weiter die Verletztenliste, da müssen wir auch noch gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Aber die Mannschaft ist ebenbürtig und es wird hier, also vom Trend her, denke ich, haben wir ganz gute Chancen, aber es wird einfach eine sehr, sehr, sehr enge Partie. Wir müssen halt sehen, dass wir die frühzeitig gut bespielen und dass wir wissen, wenn Hanek zum Beispiel nicht spielen kann, wird es natürlich zum Vorteil gereichen. Aber selbst wenn, da muss man immer noch aufpassen auf so Leute wie Klaus, sehr, sehr schneller Spieler, Edgar Pripp,
der mittlerweile sogar dort Kapitän geworden ist, ja, also es ist schon total absurd, ja, aber das sind natürlich so Spiele, auf die muss man schon aufpassen, und wenn wir die einigermaßen gut kalt stellen können, ich glaube, wir haben die Spiele, dann sollten wir da überhaupt gar keine Angst haben. Nee, sehe ich auch so. Und dann, ja, ich sehe es auch als 50-50-Spiel, ehrlich gesagt. Und hoffe, dass wir jetzt einfach wieder Glück haben. Im Sinne von nicht nur Glück, aber du brauchst bei solchen Spielen halt auch Glück. Zu sagen, okay, vielleicht gehen wir in Führung, Hannover muss ein bisschen aufmachen und wir können das ausnutzen. Die Eintracht hat jetzt auch Pause gehabt, der eine oder andere kann seinen Akku wieder aufgeladen haben. Ja, es muss jetzt weitergehen. Die Eintracht hat eine gute Mannschaft. Ja, es muss, was soll ich meine, im Endeffekt, wir brauchen uns ja auch jetzt keine Angst vor Hannover anreden. Also von daher, ich hoffe, die Eintracht gewinnt dort und ich finde es auch nicht gut. Warum soll ich Angst vor Hannover haben? Also, sehe ich jetzt überhaupt keinen Grund für. Ja, aber es gab Zeiten, da wäre ich zum Beispiel nach Hannover gefahren und weiß ganz genau, die Eintracht verliert dort 3-0. Also, das ist schon so. Hannover ist auch kein Stadion, wo ich irgendwie, glaube ich, mich daran erinnern kann, dass ich da jemals war, wo die Eintracht gewonnen hat. Das muss man auch sagen. Aber jetzt muss ich sagen, da ist die Eintracht auch einen Schritt weiter. Zumindest hat die Eintracht bei mir dafür gesorgt, dass ich mir öfter vorstellen kann, dass die Eintracht gewinnt. Also die Eintracht ist zum Beispiel nach Gladbach gefahren und ich war mir sicher, okay, da geht was und da ging auch was. Und das war vor 2-3 Jahren noch nicht so. Also vor 2-3 Jahren wäre die Eintracht nach Gladbach gefahren und wir hätten gedacht, das ist schon außergewöhnlich, wenn du da gewinnst. Jetzt haben wir zweimal dort gewonnen, einmal im Pokal und jetzt hier wieder. Das ist auch ein Fortschritt, den wir haben. Was die Eintracht halt lernen muss, ist eigentlich eher gegen die kleinen Gegner zu Hause. Das ist so das einzige Manko bei der Eintracht. Du hast bei der Eintracht außer gegen Bayern, außer in München vielleicht, mittlerweile das Gefühl, die können jeden weghauen, ehrlich gesagt. Wenn alles passt. Also, wenn alles passt. Und damit sind wir so ein bisschen bei denen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da einen Sieg nach Hause fahren werden. Wo ich mir aber auch ziemlich sicher bin, ist, dass das weder ein besonders ansehnliches Spiel wird, noch dass es ein sehr torreiches Spiel wird, sondern genau so ein, ja, so ein Spiel wie gegen Stuttgart, wo das eine geschossene Tor mehr am Ende des Tages den Ausschluss, die Entscheidung gibt und dass das halt auch wieder so ein, ja, unansehnliches 90-Minuten-Ding wird, wo du wieder 43 Millionen Tode beisterben wirst. Aber ja, aber es zeigt sich halt, und das ist halt wieder genau der Punkt, das ist eine Saison, in die wir uns hinein brutalisieren müssen. Das ist halt nicht das einfach. Das hast du schön gesagt. Ja, du hast nicht diesen Flow, du kommst nicht so leicht rein, du musst dich irgendwie ganz schwierig in diese Saison hineinfinden und ich glaube, die Mannschaft findet sich halt auch so langsam rein, durch halt diesen immens wichtigen Sieg gegen Stuttgart, wo du die Leute ja wirklich auch unten gehalten hast. Das darf man ja nicht vernachlässigen. Dadurch hältst du die erstmal auf Distanz. Genauso der wichtige Sieg gegen Köln. Auch mal ganz deutlich auf Distanz gehalten, bis Köln uns einigermaßen einholen kann. Ja, da muss schon einiges wieder dazukommen. Und das ist wichtig, gerade für den Verlauf der Saison. Und wenn die Eintracht Stück für Stück das weiter verfährt, dann wird es vielleicht keine Glanzsaison, aber dann wird es eine Saison, wo wir erneut einen großen Wandel, einen großen Wechsel, personellen Wechsel einigermaßen gut verkraften können. Das ist halt im Grunde das, wofür wir aktuell leben. Ich glaube es ehrlich gesagt auch. Vielleicht waren unsere Erwartungen im Sommer auch zu hoch. Muss man vielleicht auch jetzt mal realistisch einschätzen, zu sagen, okay, das ist nicht diese Offensivpower, die wir uns erhoffen, weil das System ist halt einfach nicht so. Und das war eigentlich unter Kovac noch nie so, dass wir offensiv großartig brilliert haben, außer wenn wir irgendwie Platz hatten. Und das ist genau, das Hineinbrutalisieren finde ich eigentlich eine exzellente Formulierung, weil diese Spiele, wie der Marvin es angesprochen hat, in Köln sind eigentlich das Paradebeispiel für die Saison. Das ist ein Spiel, wo dir irgendwie nicht viel gelingen will, aber du lässt es aber auch nicht zu, dass du verlierst. Und das beschreibt die Eintracht momentan eigentlich ganz gut. Die Eintracht ergibt sich dann nicht dem Schicksal zu sagen, ach, irgendwie will nichts klappen, jetzt schmeiße ich alles hin. Sondern die Eintracht ist wie der Kellner, dem das Tablett eben die ganze Zeit hinfällt, der aber den Job nicht kündigt, wie es früher vielleicht gewesen ist. Sondern der macht dann halt weiter und dann denkt er, wenn beim nächsten Tablett klappt oder das klappt und vielleicht kriege ich dann doch ein gutes Trinkgeld. Die Eintracht hört halt nicht auf und das gibt mir halt Zuversicht, dass die Eintracht keine Mannschaft mehr ist, die irgendwie einbricht, sondern die spielen scheiße, dann fahren die nach Köln, spielen da immer noch scheiße, aber gewinnen. Und konzentrieren sich so lange und kassieren halt einfach kein Tor dann. Und nicht wie dieses, das war auch nicht immer so. Und dann deswegen macht mir das auch Hoffnung zu sagen, okay, die Eintracht kann sich auch ein 0-1 in Hannover ergurken, ohne dass sie irgendwie da unter die Räder Probleme, ja. Das ist ja auch eine Qualität. Wenn der Flow, genau, das ist auch eine Qualität, aber wenn eigentlich ist es auch gut, stell dir vor, der Flow kommt noch irgendwann dazu, dann bist du nach oben hin echt offen, weil die Eintracht spielt momentan eigentlich keine gute Saison.
hat aber schon 10 Punkte. Und wenn wir jetzt einfach nicht locker lassen und warten, bis dieser Knoten, bis im Platz und bis die Automatismen, das darf man auch nicht vergessen, es dauert halt manchmal auch, wenn die da sind und Spieler, viele Neuzugänge, Marvin hat es auch angesprochen, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass auch Spieler, wenn die neu sind, brauchen, Haller wird brauchen, Willems wird brauchen, Boateng wird brauchen, wenn das dann so ist, und die, das kommt dann alles dazu, dann kann das eine gute Saison sein, weil du dann die Phase, in der es dir nicht gut ging, trotzdem gut überstanden hast. Also das ist ja trotzdem ganz gut. Was du halt aber du, einfach, wenn du nicht so gut drauf bist, was du aber einfach brauchst, ist auch, wenn du nur diese kleinen Schritte machst und dich halt immer in die, von einem Spiel zum nächsten irgendwie da durchhangelst und dich durch die Saison irgendwie da durchrupst, du musst das halt auch nachhaltig haben. Momentan profitieren wir auch halt in dem Gesamtkonstrukt davon, dass es wenige Mannschaften gibt, die ohne große Fehler bislang durch die Saison durchgegangen sind, dass du das alles noch so ein Feld hast, was sehr eng beieinander ist. Da schwimmen wir natürlich jetzt auch gut mit. Sobald es da natürlich so diese Ausreißer gibt, bist du halt auch darauf angewiesen, dass du einfach da die Nachhaltigkeit hast, sonst bist du halt auch ganz schnell wieder 5 Plätze weiter unten und dann reden wir auch total anders hier. Klar, klar. Wie gesagt, es ist, wir haben uns, ja, einfach kämpferisch schon ganz akzeptabel reingefunden, aber vom Spielerischen und von der Klasse her fehlt noch ein Stück weit. Aber das ist jetzt der Bonus, den die Eintracht vielleicht hat, aber jetzt halt spielerisch noch nachbessern muss. Darf aber auch ganz klar mal sagen, dass es viele andere Mannschaften aktuell in der Liga gibt, die auch noch nicht so wirklich gut spielerisch dabei sind. Und wo ich sagen muss, da ist sehr viel, ja, Handwerk dabei. Also Augsburg ist mir immer noch ein Dorn im Auge, Platz 6 aktuell, da kann ich auch noch nicht wirklich viel Schönes erkennen. Aber gut, da bin ich vielleicht auch ein bisschen biased, wie das halt so ist. Aber wir müssen mit dem zufrieden sein, was wir aktuell haben, aber gleichzeitig darauf aufbauen. Und dann ist gegen Hannover auf jeden Fall was drin, um wieder den Punkt zurückzubekommen. Was ist denn aufstellungsmäßig da jetzt erstmal drin? Bei der Aufstellung will ich vorweg euch was fragen. Diskutiere ich jetzt auch schon auf. Was denkt, oder ich weiß nicht, weiß einer von euch, was mit Salcedo ist? Der ist hoffentlich. Der war nicht verletzt, oder? Nee. Es war doch dieses Dubiose einmal, wo er gesagt hat, ja, das hat andere Gründe, warum er nicht im Kader ist, und dann war er wieder nicht im Kader und scheint hinter verletzt zu sein. Weiß einer, was da vorgefallen ist? Oder? Nee, also was Konkretes habe ich nicht gehört, aber es war schon so, dass es eher, wie soll ich sagen, naja, dass es eher eine persönliche Situation war. Also von dem, was ich so mitbekommen habe, war es eher so, dass er herausgezogen wurde, weil das, wie soll ich sagen, wie kann man das am besten formulieren, ohne jetzt zu weit zu gehen, aber das war eher so eine Disziplinarmaßnahme. Mhm. Okay, also das heißt so viel wie, ja genau, also dass man das vielleicht Kovac im Gefühl hat, im Training, er ist nicht ganz da oder so. Richtig, genau, das sagen, ist der okay. Punkt, ja. Ja, weil für mich war es ein bisschen Mysterium, finde ich aber auch gut, dass ich es nicht weiß, ehrlich gesagt. Also das finde ich auch gut, dass Kovac nicht einer ist, der einen Spieler zum Fraß vorwirft, sondern wenn Salcedo sich irgendwas geleistet hat, egal welcher Natur, dass da kein großes Bohai drum gemacht wird, ja, sondern gut, dass ich zum Beispiel dastehe und es halt einfach nicht weiß und ich das nicht von, dass es nicht in der Zeitung diskutiert wird, der hat das gemacht und der Mexikaner Flop und bla bla bla, sondern dass ich mir einfach frage, wo ist er, und ich hoffe, dass er jetzt kommt und dann ist die Nummer auch ausgestanden, ehrlich gesagt. Ja, aber dann eben nicht nur Kovac, der da quasi sich an die gegebenen Regeln hält und das halt eben nicht tut, sondern einfach das Gesamtkonstrukt Eintracht da halt einfach konsequent das durchzieht und sagt, wir sagen dazu jetzt nichts, weil es gibt nichts zu sagen, und damit ist halt auch gut. Mein Trainer ist das eine, aber da sind ja noch ein paar mehr Leute irgendwo beteiligt. Ja. Ja. Also und jetzt hast du natürlich den Vorteil, dass Russ jetzt auch gleichzeitig ein gutes Spiel gegen Stuttgart gemacht hat. Das heißt, sich dementsprechend auch anbietet, die Konkurrenz dann für Salcedo auch also gleich wieder unmalmäßig höher ist. Also das heißt, der weiß, ob dann wer dann für Verletz spielt, ob das dann wirklich Salcedo ist oder ob nicht Russ dann am Ende des Tages dann dasteht. Deswegen können wir das ja jetzt gleich mal in unseren Aufstellungen besprechen. Ne? Gut, fangen wir an. Ja. Tor. Radetzky ist sicher. Ja. Frage ist halt jetzt, wie es weitergeht. Tavata oder Willems? Ich würde für mich
eher, würde ich auch auf Willems, würde ich auch eher sagen. Also ich glaube, Tabata, alles schön und gut und das ist auch super Backup und das freut mich auch. Aber wenn ich die Wahl habe, würde ich doch weiter bei Willems bleiben. Ja, ganz klar. So, Innenverteidigung Abraham Salcedo. Würde ich sagen. Ja, hast du wenig. Und dann ist jetzt, nicht dann ist jetzt die Frage, Fünferkette oder nicht? Wie spielt denn Hannover üblicherweise? Tja, also ja gut, Hannover spielt, hat in den letzten Spielen öfter mit einer richtigen Spitze gespielt. Drei Offensiven, zwei Defensiven, also wie ich eben schon gesagt habe, Schwegler, Bakalorz und halt eine Viererkette hinten, ne? Aber ich würde das ehrlich gesagt jetzt gar nicht so krass davon abhängig machen. Also ich würde wieder Chandler einsetzen. Ja. Chandler ist fit. Chandler ist mir ein bisschen so ein Dorn im Auge. Ich bin momentan sehr, sehr traurig, dass Da Costa nicht da ist, weil ich glaube, jetzt wäre die Zeit, wo er die eigentlich verteidigen könnte. Ja, das ist richtig. Aber ich hatte ja vor der Saison angekündigt und haben ja viele mich kritisiert, dass ich Chandler aus der Elf genommen habe. Für mich wäre aber genau diese angesprochene Zeit, ich habe ja gesagt, die ersten Spiele wird Chandler auf jeden Fall machen, aber wenn Da Costa jetzt fit wäre, glaube ich, dass jetzt die Zeit wäre, wo er das ein oder andere Mal seine Chance kriegen würde, weil Chandler, wenn er zu sehr ins Spiel eingebunden wird, wird zu sehr deutlich, dass er da limitiert ist, ehrlich gesagt. Da ist er mir einigermaßen ab und zu negativ aufgefallen. Jetzt nicht auf dramatische Weise, dass ich sagen würde, der muss raus, sondern hätte jetzt nur das Gefühl, dass jetzt eigentlich was drin gewesen wäre, aber das ist natürlich viel, wäre Fahrradkette. Also, daher, ich muss Chandler, ganz ehrlich. Verstehe ich. Also jetzt gerade beim letzten Spiel gegen Stuttgart fand ich es gar nicht so dramatisch. Davor ist es mir aber auch extrem negativ aufgefallen. Und ich will das gar nicht an irgendwas Konkretem festmachen, von wegen spielerisch. Er schwankt ja extrem. Aber was mir bei ihm einfach nur auffällt, ist, kaum hat er keine Konkurrenz, die ihm im Nacken sitzt, schon wieder Schwäche. Und er braucht diese Konkurrenzsituation. Fakt ist, aber es gibt ja keinen richtigen Rechtsverteidiger. Du kannst Wolf da reinstellen, ja, aber das ist jetzt auch alles nicht. Und das heißt, er braucht diese Konkurrenzsituation. Deswegen bin ich froh, wenn Da Costa bald wieder da ist, um ihm da mal die Hölle aus, auch ein bisschen heiß zu machen. Trotzdem ist für mich halt Chandler weiterhin derjenige, den ich da auf jeden Fall wenn ein Aber stellen würde. Ja. Wollen wir einen zwischen die zwei Innenverteidiger machen? Nee, würde ich nicht. Also Viererkette? Ja. Würde ich auch nämlich sagen. Also das für mich gefühlt, ich kann es jetzt auch gar nicht großartig begründen, aber gefühlt würde ich auch denken, dass mit Williams Chandler auf den Außen und Salcedo Abraham da und dann einfach zwei Sechser nehmen. Ja, genau. Und die zwei Sechser wären für mich, ist schwierig. Also ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt sagen sollte, vielleicht Russ und Stendera. Ich würde Stendera unter Sebe nehmen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also du belohnst im Endeffekt Russ jetzt nicht für die gute zweite Halbzeit. Dazu bin ich sicher ehrlich. Also ich persönlich, ich habe bei ihm trotzdem manchmal ein bisschen Angst, dass er zu behäbig ist. Ja, verstehe ich auch. In meiner Denkweise wäre quasi diese Kombination Stendera, Hasebe so, dass du im Zweifelsfall Stendera als den Spieler hast, den du im Zweifelsfall auch eben dann nach vorne ziehen kannst, während ein Hasebe dann wirklich hinten bleibt, falls du entweder halt eben doch ein bisschen mehr mit Fünferkette spielen willst oder falls eben die Außen auch nach vorne gehen. Und ja, aber das wäre Russia eigentlich auch, aber... Ich glaube, ein Stendera hat dafür von meiner Wahrnehmung her die bessere Veranlagung, um dann auch mal so einen öffnenden Pass oder irgendwas zu spielen. Ja, nee. Und der größte Vorteil ist wolltest du sagen? Nee, ich hatte das Gefühl, dass der René denkt, dass wir Hasebe und Russ spielen lassen wollen. Das meinte ich glaube, hier ging es eher Hasebe oder Russ auf der... Ja, genau. Ja, bleibe ich dabei. Also Stendera wäre für mich der Spieler, den du im Zweifelsfall nach vorne ziehen kannst und Hasebe ist für mich auf der Position der stabilere. Ja, für mich auch so. Großer Vorteil, genau, du kannst ja sagen, wenn du sagst Hasebe, dann ist der defensiv den Laden dicht macht und Stendera dementsprechend ein bisschen nach vorne springt. Ja, also insofern gibt es durchaus Sinn. Ja, stimme ich euch zu. Dann lasst uns Hasebe und Stendera dementsprechend da hinten aufstellen. So, und dann geht's weiter in der Vorwärtsbewegung. Hier haben wir mit Rebic jemanden, der sich, wie gesagt, erneut angeboten hat durch das Tor, was er gemacht hat. Gacinovic für mich momentan ein bisschen schwankend, trotzdem wieder, also ehrlich gesagt, hat er für mich gegen Stuttgart kein gutes Spiel gemacht.
Aber auch ihn muss man, sage ich mal, durchschleppen. Boateng ebenso. Boateng hat für mich auch gegen Stuttgart nicht so wirklich gut gespielt. Den trotzdem lasse ich ihn. Nee, ich lasse den drin. Wir brauchen diese Momente der Genialität. Also wir können auch nicht nach jedem schlechten Spiel irgendwie die Spieler rausnehmen. Die müssen einfach mal durchgekaut werden. Ich glaube, wenn nichts Großartiges passiert, braucht ihr mich zum Beispiel, aber auch was die Leute, die vier da, bis Fabian wieder da ist, braucht ihr mich gar nicht mehr fragen, wer da vorne spielen soll. Für mich wird komplett bis ans Ende der Saison Rebic links, Gacinovic rechts, Boateng auf der 10 und Haller vorne spielen, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass viele Leute Jovic fordern. Der kann von mir aus für Haller ab und zu reinkommen, weil ich sehe ihn nicht als Außenstürmer, ehrlich gesagt, weil er dann für mich ist er nicht schnell genug. Aber Rebic und Gacinovic ist eine Flügelzange, die ist auf jeden Fall weit im oberen Bundesliga-Drittel, ehrlich gesagt. Und wie der Marvin es gesagt hat, man kann das auch nicht nach drei schlechteren Spielen immer wieder umwerfen, sondern die müssen sich auch einspielen da vorne, die vier. Dieses Haller ist schon ein spezieller Spielertyp. Ich sage ja gar nicht, dass Haller nicht auch seine Schwächen hat. Aber Haller ist ein Spieler, da müssen sich auch die Mitspieler drumherum sich drauf einstellen, weil er nicht dieser konventionelle Stürmer ist. Er ist sehr, sehr groß, hat aber dafür eine gute Technik, ist nicht so schnell, ist aber dafür auch eher jemand, der auch manchmal einen Pass spielen kann wie ein Zehner. Das heißt, du kannst auch manchmal die Rollen tauschen, zu sagen, okay, Haller lässt sich fallen, ist auf der 10 und schickt Boateng in die Gasse. Das kannst du, aber das muss sich ja irgendwann einspielen. Deswegen, für mich sind die vier da vorne mit das Beste, was die Eintracht in den letzten Jahrzehnten hatten, ehrlich gesagt. Ich will das jetzt, das hört sich vielleicht sogar zu übertrieben an, aber die vier, Gacinovic, Rebic, Boateng, Haller, ist für mich da vorne, die vier sind für mich außerordentlich gut. Um Marvins Lieblingswort zu benutzen, herausragend, eines meiner Lieblingswörter, die der Marvin immer benutzt. Aber ich feiere das. Und ich würde die vier erstmal, natürlich verletzt sich auch irgendwann jemand und natürlich muss auch jemand eine Pause kriegen und Jovic soll von mir aus, aber ich würde die vier erstmal untouchable ansehen, erst gesagt, da vorne. Okay. Ja. Und ich will das auch so. Wir die vier müssen sich selbst finden. Und ich glaube, wir haben hier vier Spieler zusammen, die über gewisse Qualitäten verfügen, die über den Durchschnitt der Bundesliga hinausgehen. Und daran muss man jetzt mal festhalten. Und ich weiß, es ist ein Gedränge und es ist ein Gezerre. Und natürlich gibt es mit Luka Jovic jemanden, der da mit den Rufen schart, zu Recht auch. Aber Fakt ist, das ist doch ein geiler Spieler, wenn wir den auf der Bank haben. Der ist jung, der ist schnell, der ist willig. Super gut, aber den brauchen wir nicht sofort in der Anfangsformation. Die Jungs müssen sich erstmal finden. Mit Rebic, Gacinovic hast du Talent, mit Boateng hast du Erfahrung und die Genialität und mit Haller hast du denjenigen, der in diesen Beast-Mode kommen kann und zu der Torgranate werden kann, die wir uns hier erhoffen. Und da bin ich mir sicher und da muss es einfach weitergehen. Ich nehme diese Positivität, die ich aus diesem letzten Spiel einfach mitgenommen habe, die zerre ich jetzt durch die restliche Hinserie. Das finde ich auch. Ich auch. Ich sehe es exakt so wie der Marvin. Ich sehe schon, ich komme da nicht gegen an. Gelebte Demokratie, Maitra Podcast. Ja, so ist es. Zwei gegen einen. Genau, das war schon im Kindergarten so. Genau, ja, da gab es aber noch Schaufeln als Meinungsverstärker. Naja, lieber 2 gegen 1 als 5 gegen... Lieber 2 gegen 1 als 5 gegen Willi, ne? Grüße an den Bayern. Marvin. Apropos 5 gegen Willi, wie steht's denn bei den Holländern? Warte. Es ist ein Spiel. Live-Score. 2-0 schon, nur noch 5. Nur noch 5. Naja, das ist aber schon ein bisschen länger so. Naja. Wird nichts mehr. Da wird es ja noch knapp, naja. Gut, aber dann sind wir uns, glaube ich, da einig, das wird wieder mit vielen Offensivkräften dahergehen. Die Frage ist dann einfach nur, haben wir es jetzt geschafft, in den 2 Wochen noch irgendwie den Leuten so ein bisschen Offensivkonzept an die Hand zu geben und gibt es mehr als 1 oder 2 Tore und für wen fallen diese? Und deswegen tippen wir jetzt ein Ergebnis und der Herr Marvin steht hier als erstes in meiner Liste. Ja, ich sage 3-1 für die Eintracht. Ich bin heute... Ein bisschen, auf. Ich nehme Vic Medi-Night, Vic. Du bist Vic auf, das habe ich im Vorfeld schon gesagt, ja. Ja, bin auf Drogen und vielleicht hilft mir das so positiv zu sein, deswegen 3-1 für die Frankfurter Eintracht. Bam. Bam. Basti, hast du ähnliche Pillen genommen oder ähnliche Tropfen wie Marvin? Ja, ich bin ja von Natur aus schon drauf, aber ich tippe nur 1-0. Für die Eintracht. 1-0 für die Eintracht, Boateng. Boateng. Ich sag auch 1-0, ich lege mich allerdings nicht auf den Torschützen fest.
Könnt ihr von mir heute nicht erwarten. Dann haben wir ein bisschen was Aktuelles auf der Liste. Mascarell ist wieder im Training, was mich hoch erfreut. Geil. Das ist. Ja, endlich kommen sie so langsam wieder zurück. Das könnte, ohne Scheiß, das ist blöd, dass Fabian und Mascarell verletzt sind. Aber das könnte endlich mal verhindern, dass wir immer wieder so eine Rückrunde einbrechen. Weil wir dann eigentlich die zwei geilsten, eigentlich kommen die zwei besten Spieler erst noch dazu. Eigentlich ist Fabian unser bester Mittelfeldspieler offensiv und unser bester Mittelfeldspieler defensiv ist Mascarell eigentlich. Mhm. Bei allen, die da sind, selbst bei Boateng, Gacinovic und Rebic, die ich sehr, sehr feiere. Aber Fabian ist für mich derjenige, der dann auf jeden Fall einen von denen verdrängen wird, wenn er wieder in die Form kommt, in die er immer war. Hm. Das könnte, gut, da können wir dann zu gegebener Zeit noch drüber sprechen, aber ich habe es auch sehr, sehr gefeiert, als ich gesehen habe, dass Mascarell zumindest schon mal wieder laufen kann, weil er auch einer meiner Lieblingsspieler war. Ich glaube, ich habe ihn ja letzte Saison sogar zu meinem Spieler der Saison gewählt. Hm. Ja, der Hund, ja, hast du. Der Hund, ja, freut sich auch. Ja, und mit einer, ja, und ganz ehrlich, stell dir mal vor, wir haben die Möglichkeit, dass die beiden alle wieder fit sind. Also ich meine, wir wissen es, bei der Eintracht ist das ja immer so eine Sache, das müssen wir alle Spieler fit sind. Ja, ja, da muss schon ganz schön viel dazu kommen, aber stellen wir uns mal vor, es passiert. Und dann hast du dieses Potenzial mit Boateng, mit Fabian, meine Güte, wie geil kann das eigentlich theoretisch sein? Und da denke ich, haben wir vielleicht echt die Möglichkeit, in der Rückrunde nicht so krass abzufallen, sondern gerade ein paar sehr, sehr wichtige Punkte in der Rückrunde noch zu holen. Ja, ich will es hoffen und ich finde es echt super, dass Mascarell jetzt wieder ins Training einsteigt, der ja halt auch die ganz klare, geniale, eigentlich für mich Nummer 1 Lösung im defensiven Mittelfeld ist, da habe ich dann auch keine Bedenken mehr, dass jetzt hier der gute Medojevic noch so großartig viele Spiele machen muss. Hm. Ja. Ja. Und dann gibt es mal wieder so ein bisschen Gerüchte, Situation. Zu dem einen hätte ich gerne eure Meinung und die eine ist mir gerade eben erst über den Weg gelaufen. Gacinovic soll angeblich bei großen Vereinen irgendwie auf der Liste stehen. Man kann mir natürlich vorstellen, dass die irgendwie eine Liste haben, aber so wirklich realistisch ist das doch jetzt auch noch nicht, oder? Ja, doch, doch. Also das ist schon ein Spieler, der ist, glaube ich, seit er bei der, was war der, U20-Weltmeister? Ja. Ja, seitdem steht er schon auf jeder Scouting-Liste. Ich glaube, das ist auch ein Spieler, der wird auch... Ja, dass der auf dieser Scouting-Liste steht, ja, aber dass das jetzt konkret wäre, ich meine, klar, er hat den nächsten Schritt gemacht, aber ist das jetzt, dass das so akut wird? Du darfst nicht unterschätzen, dass er das bei der Eintracht macht. Also die Leute, Scouts, die scouten ja nicht die Mannschaft. Die scouten ja jetzt nicht so von wegen, wie präsentiert sich die Eintracht taktisch, sondern die betrachten ja nur den Spieler mit seinen einzelnen Fähigkeiten. Und da ist Gacinovic, dadurch, dass er jetzt körperlich zugelegt hat, ist Gacinovic ein Spieler, der über dem Durchschnitt liegt. Und ich glaube, der könnte mittlerweile locker schon in Dortmund oder so spielen, wenn er da mit aufgenommen wird. Viel schlechter als, von Maximilian Philipp, oder wer ist es? Der Slot-Projekt ist von Freiburg. Maxi Philipp, ja, genau. Maxi Philipp, viel, viel schlechter als der, ist er meiner Meinung nach nicht. Das ist natürlich, wenn du in so eine Mannschaft reinkommst, hast du es immer leichter. Ich glaube schon, dass das ernster ist, als wir uns das vorstellen. Ich glaube schon, dass ein Mourinho zum Beispiel jemand ist, der ihn wirklich ernsthaft auf dem Schirm hat. Und das kann in 2-3 Jahren auf jeden Fall ernst werden, was mich natürlich immer wieder ärgert, dass ich weiß, wenn A, weiß ich nicht, ob er eine Ausstiegsklausel hat, und B, weiß ich, selbst wenn er keinen hat, dass wir nur die Hälfte von dem Geld kassieren, dass, ja. Wir sind da jetzt eigentlich halt momentan die Lage bei einem Gacinovic. Wie viel kriegen wir, wenn der jetzt wirklich weggeht? Die Hälfte. Hervorragend. Ja. Alles klar. Nochmal ganz kurz, ich würde auch noch ganz gern was zu Gacinovic sagen. Ich gehe auch davon aus, dass er hier definitiv im erweiterten Feld der Spieler ist, die von Topclubs einfach gescoutet werden. Denn man darf nicht vergessen, das ist ein Spieler, der spielt ein halbes Jahr oder trainiert ein halbes Jahr oder ein Jahr bei so einer Top-Mannschaft und kann ja dann auch für mehr Geld verkauft werden. Das hört sich blöd an. Aber es ist ja, geht ja nicht zwingend immer darum, dass jeder Spieler dann für die erste Mannschaft des betreffenden großen Clubs gekauft wird. Willen. Ja, also. Und ich glaube, das ist halt, Gacinovic ist halt ein Spieler, der für viele Vereine interessant ist, der regelmäßig in den jungen Jahren jetzt schon Nationalspieler ist, sich also international ins Schaufenster stellt. Ich kann mir das schon vorstellen, das wird aber meines Erachtens eher nicht im Winter passieren, sondern im Sommer kann diese Situation ganz heiß werden. Und dann müssen wir auch drüber nachdenken, ob wir ihn dann verkaufen, wenn das Angebot dementsprechend ist. Okay.
Und das Zweite, was ja auch ja so eine Mischung zwischen Gerücht, Wirklichkeit und sehr wahrscheinlicher Variante ist, ist ja diese Gerüchte oder diese Thematik mit Ersatz für Radetzky, wo ja wieder mal drei Namen auftaucht. Und da hätte ich gerne auch eure Meinung zu diesen Namen, die da gehandelt Sven, werden. Über Sven Ulreich will ich gar nicht reden, ehrlich gesagt. Das war der Punkt, der mich auch am meisten aufgewühlt hat bei dem Thema. Da stehen Namen Martin Hitz, Sven Ulreich und Bill Hamid von DC United. Zu letzterem kann ich irgendwie überhaupt nichts sagen. Also Marvin Hitz fände ich gar nicht so krass schlecht, ehrlich gesagt. Nö. Also ich muss auch sagen, das Problem, was halt hier besteht, ist, kein Mensch kann ernsthaft der Ansicht sein, dass Sven Ulreich auch in irgendeiner Welt einen ersten Torhüter für den Frankfurter Eintracht darstellen sollte. Da okay, dann sind wir uns bei dem Punkt zumindest schon mal einig. Das beruhigt mich doch jetzt schon mal sehr. 3-0. Ja. Also da würde ich eskalieren. Wenn die Eintracht so blöd ist, so absolut beschissen ist, dann hat sie sich anders verdient, als direkt in die Regionalliga abzusteigen. Denn okay, bei allem Respekt, Sven Ulreich ist echt ein beschissener Torwart. Es hat schon seinen Grund, warum die Bayern trotz dieses Kaders auch in einer gewissen Art und Weise herumdeletieren. Er hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Oh ja. Und ist für mich wirklich kein Torhüter, der hier über irgendwelche Bundesliga-Qualitäten verfügt. Das mag ein ganz netter Kerl sein, aber nur weil ein Typen ganz netter Kerl ist, verpflichte ich ihn nicht als Stammtorhüter. Also wie gesagt, ich denke, da sind wir uns alle einig. Da sind wir uns mehr als einig. Aber sowas von, also... Ja, der andere aus Amerika, der war ja schon vorher gerüchtet. Da kann ich mir natürlich gar kein Bild zu machen, ehrlich gesagt. Aber das wäre für also wie sich das liest, ist das für mich auch kein Torwart, ehrlich gesagt, sehen wollen will. Also das ist natürlich ein Gamble, wenn du so einen Spieler holst, aber würde mich also das ist für mich eher so ein Heinz-Lindner-Ersatz dann. Also zu sagen, okay, müssen wir mal gucken, wenn wieder sich entwickelt. Mit Zimmermann ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber ein erster Torwart ist das für mich überhaupt nicht. Und von denen, wenn es wirklich nur die drei sind, dann würde ich mich für Marvin Hitz entscheiden, der ja zumindest hier in Frankfurt dann gezeigt hat, dass er ganz gut ist. Also ich sehe es genauso. Bill Hammett ist ein typischer Torhüter. Ich habe nur mal ein Länderspiel, er hat ja drei Länderspiele bislang gemacht. Ich habe mal eins von ihm gesehen. Da muss ich halt auch sagen, Hammett ist ein absoluter Gamble, 26 Jahre alt. Also da geht ja auch noch ein bisschen was, bis er ins beste Torwartalter kommt. Aber genau so, wie der Basti das gerade gesagt hat, das ist doch eher ein Ersatz für Nummer zwei. Also ich meine, Zimmermann war ja für mich auch eigentlich keine wirklich gute Nummer zwei, wenn ich ehrlich bin. Ja, und das war eher so eine Verlegenheitslösung. Du hast nochmal einen alten Typen zurückgeholt, alten Bekannten, der eine Verwurzelung hat und der war günstig zu haben. Aber Bill Hammond könnte dann die internationale Option zwei sein und dann aber in Verbindung mit jemandem wie Marvin Hitz, der natürlich auch schon das ein oder andere schwächere Ding sich geleistet hat. Ich denke, da darf man auch nicht die Augen vor verschließen, aber trotzdem ist jemand wie Hitz ein Spieler, der hat halt auch schon so viele Bundesligaspiele jetzt bestritten und hat seine Qualitäten auch ganz klar gezeigt. Marvin Hitz würde ich ziemlich gut finden und darüber lasse ich gern mit mir sprechen. Okay, ja, dann sind wir uns ja da auch mit der Einschätzung komplett alle einig. Ich war nur etwas sehr schockiert, als ich dieses Ding aufgemacht habe und Sven Ulreich da als wirklich Alternative gesehen habe. Da war ich gehe auch davon aus, dass an der Ulreich-Kiste definitiv was dran ist. Also der ist jetzt schon so lange in dem Eintracht-Umfeld hier wieder gehandelt. Also das wird schon so sein, dass es da gewisse Verbindungen gibt. Ich hoffe nur, die Eintracht... Ja, aber das macht ja nicht besser. Und ich hoffe aber, dass die Eintracht bzw. Bobic besinnt sich da doch eines Besseren, weil da würden sie sich alle keinen Gefallen mit tun. Marvin Hens hat in seiner Zeit jetzt in Augsburg bewiesen, dass er ein richtig guter Torhüter sein kann. Mit 30 Jahren ist er in einem sehr, sehr guten Torwartalter, wo er noch, roundabout 6 Jahre gehen kann. Wenn er endlich mal zu einem richtig coolen Verein gehen will, dann steht bei der Eintracht, stehen ihm die Tore offen, würde ich sagen. Genau, und er wäre ja quasi auch ablösefrei. Also es wäre ja dann quasi auch so ein, zumindest von der finanziellen Seite, wenn du für einen Radetzky nichts kriegst, wäre das ja auch so ein 1-zu-1-Tausch. Ja. Ja, also und es ist ja auch wichtig, dass ein Torhüter wie Marvin Hitz, der dann schon lange Bundesliga-Erfahrungen gehabt hat, der die deutsche Sprache spricht, das wäre schon, also wäre für mich eine runde Kiste. Ich sehe das, dann muss die Eintracht aber auch jetzt bald handeln, also dann ist spätestens im Winter muss die Sache eingetütet werden, aber ich glaube, das ist schon ein Gerücht, da ist ein bisschen mehr dran. Ja, oder wie der Herr Rubeck im Chat gerade eben schreibt, Marvin findet Marvin gut.
Ja, das ist auf jeden Fall, er wird halt komisch geschrieben, aber nicht jeder kann mit V geschrieben werden. So verwechseln, ja. so verwechseln uns die Freundin wenigstens, wenn uns schon im beide in ihrem iPhone drinstehen haben, da wissen sie wenigstens, mit welchen Marvin zu tun haben. Ja. Naja, gut. Aber gut, hervorragend. Dann habe ich da von euch auch eine Einschätzung, die sich sehr mit der meinigen deckt. Vielen Dank dafür. Und dann kommt jetzt von mir die Frage, weil wir haben ja noch nichts im Dokument drinstehen. Haben wir einen Dummschwätzer und haben wir Empfehlungen? Also mehr abgesehen von dem Herrn Rummenigge, den wir ja quasi hier immer irgendwie benennen können, oder anderen Koryphäen. Hat Jupp Heynckes sich schon irgendwie zu Wort gemeldet? Können wir den jetzt quasi hier als neuen Dauerbrenner eintragen? Oder? Was du bist ja der Bayern-Experte hier in der Runde. Ja, aber eben, aber ich muss ja wieder Karl-Heinz Rummenigge nominieren. Es ist ja schon wieder aufgetreten, der Herr. Was hat er jetzt wieder rausgehauen von wegen, wer zu Hause Hund und Katze befriedet, der kann auch den FC Bayern trainieren. Genau. Das sagt ein Vorstandsvorsitzender auf einer Pressekonferenz bei einer Vorstellung von einem Verein, der zu den Top 5 der Welt gehört. Das ist nicht zu fassen. Weiterhin. Es bleibt weiterhin ein großes Rätsel, was mit diesem Mann los ist, dass er sowas sagt. Der meint das ja mit Sicherheit lustig, und selbst wenn es lustig gemeint ist, es ist ja nicht mal lustig. Das ist ja. Und dass er überhaupt was Lustiges sagt, ist auch vielleicht nicht ganz, also ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist, ehrlich gesagt. Ja, aber da kommt ja noch da kommt noch viel mehr dazu bei FC Bayern. Du kannst auch Christian Ortleb dazu nehmen, der getwittert hat, Breaking, der Hund von Jupp Heynckes hat zweimal gebellt und das war quasi das Go. Die meinen das alles lustig. Leute, das ist nicht lustig. Haltet einfach die Schnauze. Was ist da? Also diese Trainerverpflichtung Heynckes an sich ist schon ein bisschen diskutabel zumindest. Und dass sie das jetzt auch noch so verkaufen, also finde ich schwierig. Also ich nominiere Ortleb für diesen Tweet mit dem bellenden Hund und Rummenigge wieder mal. Tut mir leid. Er will nicht aufhören. Jede Woche ist er am Start, und das ist ja auch nicht so, dass ich das irgendwie erzwingen will, dass er dabei ist, sondern im Gegenteil. Ich mache es ja nur, wenn er wirklich Scheiße labert, und er tut es halt einfach jede Woche. Also, ja, das sind meine zwei. Ist auf jeden Fall wieder ein harter Hund, um es mal so zu sagen. Ja. Naja, er ist auf jeden Fall extrem hartnäckig. Mir ist es jetzt auch diese Analogie erst kurzfristig eingefallen. Vielen Dank dafür. Aber ich will auch nochmal. Hast du dich gerade bei dir selbst bedankt? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt ganz schön fuchsig. Ich will auch jetzt eine Institution mal benennen, die mal wieder nominiert gehört. Und zwar Sky. Denn Sky hat vor 6 Tagen etwas total Abstruses. Sie machen ja viele abstruse Dinge. Ja. Aber so am Rande der Fassungslosigkeit musste ich feststellen, hoppla, Julian Nagelsmann mit roter Jacke in München. TSG-Coach heizt Gerüchte an. Das allein, diese Überschrift ist für mich zumindest ganz klar dummschwätzerwürdig, denn wer mit einer roten Jacke durch München läuft, der kann ja nur Bayern-Trainer werden. Sehr gut gesehen von den Sky-Oberen. Ja. Grüße. Das ist unglaublich, Mann, teilweise. Mann. Das Ding ist, warum diese Nominierung im bei den Dummschwätzern, bei mir zumindest, so manchmal so ein bisschen zurückgehen in letzter Zeit. Es tut mir auch leid. Ich stürze mich aber nicht mehr jedes Mal in den Sumpf, weil ich gucke sehr, sehr wenig nur noch. Sky 90 habe ich diese Saison noch gar nicht gesehen. Ich habe noch keinen Doppelpass gesehen. Deswegen kann ich dann nicht so viel momentan beitragen. Aber es ist für mein Nervenkostüm auch besser. Weil man kriegt es ja dann trotzdem indirekt mit. Es ist aber schlecht für unseren Content. Von daher... Ja, ich probiere. Klarer Ausdruck. Guck's bitte am Sonntag den Doppelpass. Okay. Ich erwarte am Montag eine zweiseitige Zusammenfassung von dir. Nicht unter 1000 Zeichen. Weil diese ganzen Leute, die da mittlerweile rum. Es ist, ich weiß, Christoph Daum muss sich ja wahrscheinlich auch aufgetan haben, wie ich gehört habe, der völlig da rumgebrüllt hat mit groß aufgerissenen Augen. Ja, das tut das nicht des Öfteren. Ja, aber es gibt ja mittlerweile im Fußball so viele, die fernab von allem sind. Thorsten Legert ist ja auch wieder aufgetreten, irgendwie, wo die ganzen Spieler abgehauen sind. Naja, gut, er ist ja nicht mal selbst aufgetreten, sondern er wurde quasi angekündigt und dann sind die Leute gegangen. Also es ist ja noch eine andere Nummer. Das ist ja Flucht nach vorne. Also, ich weiß nicht, also, keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt, mir macht mich das alles, diese ganze Fußball-Medienlandschaft macht mich immer wieder etwas mehr sprachlos. Also es ist viele merkwürdige Sachen. Ich hatte das Thema ja auch schon in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal angesprochen. Also ich bin da auch so ein bisschen auf Abstand gegangen, weil das gerade alles sehr, sehr absurd ist, was da durch diese
Es ist tatsächlich so, alleine dieses ständig, aber es ist auch, das ist jetzt das ist nicht gerade nicht aktuell, aber es war ja zumindest nach Dennis Hochzeit aktuell und nach dem Video von Marvin und mir, dieses ständige, dass Timo Werner und Red Bull Leipzig jetzt endlich mal in Ruhe gelassen werden sollen, wo jeder Affe was zuschreibt, das nervt mich auch, ehrlich gesagt. Also dieses, du kannst ja Leuten halt auch nicht, kannst du denen jetzt unbedingt verbieten, da was zu schreiben? Ich meine, es steht ja jedem frei, den Mist halt auch zu lesen. Also, wenn die Leute halt unbedingt da irgendwie ihren Rotz veröffentlichen müssen, dann sollen sie es meinetwegen tun. Ich muss es mir ja nicht angucken. Ja. Natürlich nicht, aber mit dem Argument kannst du auch sagen, ja, hier René, das darf eigentlich gar nichts stören, du könntest dich ja auch zu Hause einschließen. Es ist ja trotzdem, Fußball ist ja trotzdem ein Teil, der mich eigentlich sehr, sehr interessiert hat, der sich trotzdem in vielen Bereichen in eine Richtung entwickelt, die mir halt nicht gefällt. Und darüber will ich mich auch noch beschweren dürfen. Ja, aber das zeigt halt einfach, dass du so diese klassischen Medien, die man früher einfach genommen hat, um sich über ein Produkt wie Fußball zu informieren, halt heute nicht nehmen kannst, weil das ist halt auch alles nur noch Boulevard. Und wenn du halt wirklich sinnvoll dich mit dem Thema Fußball auseinandersetzen musst, dann musst du dir andere Wege suchen und nicht mehr bei Kicker und was weiß ich wo das nachlesen. Unsere Spiegel-Kolumne zum Beispiel, also unsere Spieltagsvorschau, die kann man sich ruhigen Gewissens anschauen. Auf jeden Fall. Aber erfreuen wir uns, seien wir nicht so negativ, erfreuen wir uns daran, dass das die Eintracht zumindest, ich gebe euch recht, wir müssen mittlerweile uns so darauf reduzieren, dass du nur noch um 15.30 Uhr deinen Fernseher anmachst oder das Spiel dann, oder du natürlich ins Stadion gehst, das ist ja optimal, da hast du ja noch mehr ein bisschen Entertainment-Bespaßung, kannst du Bratwurst essen, aber ansonsten ist es leider Bratwurst. So, dass du halt nur noch die 15:30 Spiele beziehungsweise um 15:30 anmachst für 115 Minuten. Also nee. In der Regelfall 90 Minuten, aber ich würde sagen, die Pause, du musst zur Pause ausmachen. Also die Regel ist 15:30 anmachen, auf Stadionton schalten, damit du den blöden Kommentator oder die Kommentatorin nicht hörst. Nicht weil Frau oder Mann, sondern einfach weil das, was sie da erzählen, Schwachsinn ist. Möglichst ein Auge irgendwie zumachen, damit die Werbung, die von der Seite reinkommt und irgendwie Olli Kahn von der Seite irgendwie da auf den Bildschirm guckt, nicht sehen musst. In der 45. Minute ausschalten, die Eieruhr auf 15,5 Minuten stellen, wieder anmachen und in der 90. Minute plus Nachspielzeit dann wieder ausmachen. Das ist das Einzige, wie du den Kram noch ertragen kannst. Genau, aber wenn du es dann so machst, dann geht es auch noch ganz gut. Ich denke, wir entwickeln uns halt immer in eine Richtung weiter, die sich von dem eigentlichen Kernkonzept entfremdet. Das merkt man ja auch. Aber es ist halt Teil dieses Marketingkonzepts, der ja bei vielen anschlägt. Und das ist halt dann leider so. Aber ja, solange wir noch die Möglichkeit haben, wenigstens das Fußballspiel ordentlich zu sehen, mit einer schönen Zusammenfassung. Und da fängt es ja bei mir an, problematisch zu werden. Denn ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein ganz, 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 ganz großer Fan der Berichterstattung, wenn mehrere Spiele zusammengenommen werden und ich mir das schön angucken kann. Ne? So eine Zusammenfassung von allen Spielen. Sportschau-mäßig, so alle Spiele hintereinander weg. Und Aber genau das ist ja das, was mir ja aktuell sogar schon fehlt bei Nationalmannschaften. Also du kannst ja heute nicht mehr so ein Wrap-up von dem letzten Europa-Weltmeisterschaftsqualifikationstag. Kannst du nicht gucken. Gibt's nirgendwo. Es gibt's da einfach nicht. Ich habe gestern bei Twitter rumgefragt. Da wird mir dann angeboten, dass ich vielleicht bei The Zone die Zusammenfassung der einzelnen Spiele gucken will. Nein, Leute, ich will's aufbereitet, schön mit Kommentar versehen, eingeordnet wissen und gleichzeitig dann noch den Schwenk haben zu den jubelnden Isländern, die abgehen wie Schmitz Katze, weil sie jetzt zum allerersten Mal in der Weltmeisterschaft sich qualifizieren konnten. Ich weiß, dass der allgemeine Trend dahin geht, nur noch diese 30-sekündigen Dinger zu haben, die du Twitter-gerecht konsumieren kannst. Aber Leute, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Und da bin ich ein bisschen traurig. Und ich habe die Hoffnung, dass wir uns nicht ganz dahin entwickeln, aber gleichzeitig ist die Befürchtung da, dass es immer mehr dahin geht. Und dann wird das Fußballgeschäft für mich auch noch einen Tick uninteressanter werden. Ja, für mich auch. Ich finde die Zusammenfassung von DAZN eigentlich ganz gut. Da kann ich dann, wenn ich die Bundesliga nicht gesehen habe, kann ich das immer schauen, wann ich will. Das fällt mir eigentlich ganz gut. Mich nervt aber auch dieses, dass ich dann ständig jedes Spiel einzeln anklicken muss. Also du kannst dich nicht auf die Couch legen und sagen, geil, ich gucke mir jetzt hier alle Spiele, alle Tore an. Das ist, Marvin hat es ja gesagt, du musst dir das schon alles gezielt suchen, Eurosport-Player kommt dann dazu und für mich ist trotzdem Fußball manchmal trotzdem was ich auch ein bisschen als Sekundärmedium nutze, sage ich mal, zu sagen, okay, ich mache dann nebenbei, wurschtel ich hier noch ein bisschen rum. Natürlich.
mittlerweile, also dann gezielt freitags den Eurosport-Play anzumachen, mich da hinzusetzen, das kommt bei mir nicht mehr vor, wenn es auf Sky läuft. Das ist natürlich, mir ist bewusst, dass das kein großer Arbeitsschritt ist, aber eine bewusste Handlung ist für mich trotzdem noch was anderes als Rumgeseppe. Also zu sagen, ich habe mein Receiver an, seppe rum zwischen, was weiß ich hier, AD, ZDF, bla bla, guck, was so abgeht, guck Nachrichten und schalte dann mal hier zum Freitagsspiel. Das ist natürlich kein Riesenaufwand, meinen PlayStation-Controller zu nehmen, die PlayStation anzumachen, in den Eurosport-Player reinzugehen oder hier, was weiß ich was, oder über mein iPad. Trotzdem, ehrlich gesagt, das mache ich nicht. Das mache ich nur bei Sachen, die mich richtig interessieren, wie Netflix-Serien oder wenn zum Beispiel beim Wrestling ein Pay-Per-View ist, dann schalte ich mein WWE-Network ein und schaue mir Hell in a Cell an. Aber Hell in a Cell ist für mich was anderes als Wolfsburg gegen Freiburg an einem Freitagabend, ehrlich gesagt. Und das sorgt dafür, dass ich habe von den Freitagsspielen, ehrlich gesagt, noch nichts gesehen diese Saison, obwohl mir ein netter 93-Hörer einen Eurosport-Player für dieses Jahr umsonst besorgt hat. Aber das ist trotzdem so, dass so ganz Kleinigkeiten nur, und der Marvin hat es so gut beschrieben, dass es gibt nicht mehr so diese Wrap-Ups, sondern das ist alles irgendwie verstreut jetzt. Das sorgt dafür, dass ich viele Sachen, die mir nicht so sehr wichtig sind, dann einfach auch nicht mehr wahrnehme und es mir auch nicht so krass auffällt, außer wenn wir darüber reden. Ja, ich glaube, das ist aber halt auch das Grundlegende, was wir ja die vergangenen Folgen auch schon immer mal angesprochen haben, die Art und Weise, wie man heutzutage so Dinge konsumiert, sind halt auch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe unseren Fernsehreceiver hier zu Hause, den haben wir gefühlt seit einem Viertel, was heißt gefühlt, den haben wir seit einem Vierteljahr nicht mehr angehabt, der läuft nicht. Und ich habe auch kein Problem damit, mir die Spiele irgendwie einzeln anzugucken. Im Gegenteil, ich mache das morgens beim Frühstück, dass ich dann mir die Zusammenfassung von The Zone auf YouTube angucke von irgendwelchen Champions League, Euro League oder sonst irgendwas Geschichten und da suche ich mir gezielt die Spiele raus. Also ich glaube, das ist aber halt auch die Art und Weise, wie Medien und solche Geschichten in Zukunft die Leute vermehrt irgendwie konsumieren wollen und vielleicht unser Weg dann oder euer Weg da nicht der ist, der da jetzt noch länger irgendwie Bestand hat und auch in dieses Konzept nicht mehr reinpasst. Das kann gut sein, ja. Aber da bin ich halt ein bisschen old-fashioned. Ja, ist ja auch vollkommen okay. Sollte ja auch jeder haben. Also ich fände es halt gut, wenn es beide Varianten irgendwie gibt. Ich meine, wo ist denn jetzt bitte die Schwierigkeit, diese ganzen Zusammenfassungsclips, die es in 3 Minuten da irgendwo gibt, die ja so oder so produziert werden, die halt auch nochmal irgendwie in so eine Langfassung 60 Minuten und lasse laufen irgendwie dran zu hängen. Also die Möglichkeit wäre ja da. Ja, aber es geht ja trotzdem darum, dass es trotzdem... Das ist trotzdem sehr nüchtern. Der Marvin hat es ja gesagt, es geht ja auch darum zu sagen, okay, man hat eine Zusammenfassung, wo die nicht strikt nach Plan läuft, zu sagen, Spiel 1, Spiel 2, Spiel 3, Spiel 5, sondern wo man auch mal einen Übergang hat, wo man dann auch mal dazwischen, und der Marvin sagt, dann siehst du mal jubelnde Isländer, du siehst das, oder dann wird mal ein längeres Interview mit einem Spieler gemacht, oder es gibt ja auch manche Spiele, die geben mehr her als andere, aber die Zusammenfassungen sind fast alle gleich lang. Also es ist ja so, ja... Gut, könnte man natürlich noch Sportstudio schauen, aber das kann ich mir teilweise auch wegen der Moderatoren nicht mehr anschauen und wegen diesen seichten Interviews. Und das ist ja dann auch dazu. Und ich will diese Verbindung. Das ist halt genau das Ding. Ich will diese Verbindung natürlich aus, was weiß ich, lass es 2-3 Minuten Fußballbericht sein, aber auch dieses Emotionale. Das heißt, was ich mir natürlich auch immer bei der Timeline bei Twitter zusammensuchen kann, diese Emotionalität von dem, von Entscheidungs... Aber das will ich auch eingebunden einfach wissen in einen Bericht, der mir das Ganze liefert. Und da muss es vielleicht auch noch den einen oder anderen noch geben, der das besser perfektioniert, damit es mich wieder anzieht, weil nur dieses... Weißt du, ich kann mir natürlich das Spiel angucken von Island und hab dann die beiden Tore gesehen, aber was für mich doch, was ist das Wichtigste an diesem Spiel? Das sind nicht die 2 Tore, sondern es ist die Tatsache, dass sie zum ersten Mal zur fucking WM fahren und da danach das Feuerwerk hochgeht. Das ist das Ding, das will ich sehen und diese Spiele, vielleicht einen heulenden Isländer, der in Frankfurt rumläuft oder so, weil er sich freut, dass endlich mal seine Mannschaft zur Weltmeisterschaft fährt. Dieser Typ, ich weiß nicht, ich hab's gar nicht angeklickt, weil ich heute die ganze Zeit unterwegs war, aber ich glaube, das war ein Fan, der sich über die Ägypten gefreut hat, dass die zur Weltmeisterschaft fahren. Ne? Genau, war ein alter Mann. Das war geil. Ja, das ist doch Fußball, Leute. Das ist Fußball, das ist Emotionalität. Genau. Der freut sich wie ein Ast, nur weil wir vielleicht nicht uns über jeden Sieg der deutschen Nationalmannschaft freuen, aber der hat sich gefreut, weil das ist Weltmeisterschaft, das ist für den was Besonderes. Ja? Und trotz der Tatsache, dass wir der Weltmeisterschaft aus natürlichen Gründen, die in einem teilweise despotischen Land wie Russland stattfindet, skeptisch gegenüberstehen, aber dann will ich ja ihm die Freude nicht nehmen und finde es total toll. Sowas muss produziert werden, sowas muss transportiert werden, weil da
ist der Fußball ganz nah am Herz. Ja. Ja. Sehe ich auch so. Ja, bei mir hat es aber auch damit zu tun, das ist auch ein leidiges Thema wahrscheinlich für viele, aber es gibt mittlerweile zu viele Protagonisten, die ich im Fußball auch nicht mehr ertragen kann, das will ich mir nicht anschauen. Ich will gar keine Diskussion zwischen Minzlaff und Reuter zum Beispiel sehen. Nee, klar. Ich will gar nicht sehen, dass Minzlaff irgendeinen Playerpreis von irgendeinem Sponsormagazin kriegt. Ich will Ralf Rangnick sich nicht da rumpopulisieren sehen. Will ich einfach nicht sehen. Das macht mich wütend, dann entziehe ich mich dem. Ich will im Doppelpass, der vom Niveau auch immer mehr abgebaut hat, das will ich mir auch nicht anschauen. Das ist, da sitzt du so oft dabei und dann denkst du, oh, laber doch nicht so einen Scheiß. Und du hörst so viele Leute, die unwidersprochen einfach Bullshit erzählen. Und das kann ich mir da oft nicht mehr anschauen. Deswegen tue ich es nicht. Deswegen kommt vielleicht auch der eine oder andere Dummschwitzer nicht mehr da. Es ist schade, aber es liegt natürlich aber auch daran, dass man im Alter, man wird aber auch irgendwie älter und er hat auch nicht mehr so viel Zeit, ehrlich gesagt. Ja. Man merkt, Marvin wird auch älter, der hat mir gerade eben schon sehr herzhaft hier ins Ohr gegähnt. Von daher jetzt die Frage noch, haben wir noch Empfehlungen, weil ansonsten können wir dann auch langsam mal den Ausklang hier einläuten. Ich empfehle mal den vorletzten Spiegel. Das ist der Spiegel, wo die Schulz-Story drin ist. Jetzt nicht unbedingt wegen der Schulz-Story, obwohl die auch sehr interessant ist, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Und man kriegt auch so ein bisschen irgendwie ein Gefühl und Mitleid für Martin Schulz. Aber nicht wegen der Story über Franz Beckenbauer. Erneut Raphael Buschmann und seine Konsorten haben da was aufbereitet mit Dokumenten, die von der Schweizer Staatsanwaltschaft gerade geprüft werden. Okay. Sehr, sehr interessanter Artikel da drin. Steht unter anderem drin, was mir im Kopf geblieben ist, dass Franz Beckenbauer mittlerweile das Haus nicht mehr verlässt. Ja, ist krass, ne? Ist krass, will ich jetzt auch wertfrei sagen, aber es ist krass, es war ja trotzdem eigentlich die Lichtgestalt im deutschen Fußball. Die Lichtgestalt, was für eine rasante Talfahrt er hingenommen hat. Ja. Es ist tatsächlich. Gibt's auch online, habe ich gerade gesehen. Auch schon online. Ja, okay. Gibt's online als Plusartikel 39 Cent. Kann man im Regelfall für Beiträge, die vom Frank Buschmann kommen, durchaus verwertet. Nee, nicht vom Raphael Buschmann. Raphael Buschmann, Dinge, die von Frank Buschmann kommen, sollte man keine 39 Cent für ausgeben. Nee. Ganz bestimmt nicht. Ich war etwas abgelenkt davon, dass Basti so herzhaft auf der anderen Seite mir ins Ohr schmatzte. Sorry, ich musste mir eben einen Cola-Kracher nehmen. Grüße. Cola-Kracher. Der eine gratuliert sich selbst, der andere grüßt Süßigkeiten. Wir sind hier schon ein bisschen komisch. Wir machen jetzt auch am besten Schluss. Warum? Ja, weil wir jetzt anfangen, mit Cola-Krachern zu reden. Du fängst an, mit Cola-Krachern zu reden. Marvin redet nur mit sich selbst. Ja, hallo, ich wohne seit längerer Zeit alleine. Und ich rede mit euch. Du hast einen Hund. Marvin, stell dir Marvin vor. Gute Marvin, wie geht's dir auch du hier? Viel Nettes, du fragst ihm und Marvin. Naja, heute war es wieder anstrengend. Du bist krank hier. Gute Besserung, Marvin. Und vielleicht kann David dir ein paar von den Augen seiner Kinder abgeben, diese Klebeaugen. Vielleicht hast du da noch so ein bisschen. Und das ist die 50. Folge 93 schon zeitnah angehört. Ja, natürlich. Ich musste ja wissen, was du im Tippspiel zum Hannover Eintracht-Spiel sagst. Ich habe in der Tat nichts zu empfehlen. Ich habe wenig Chancen gehabt, irgendwas in letzter Zeit zu konsumieren, auf welche Art und Weise. Von daher kann ich da jetzt nichts. Ich empfehle den Ringfuchs-Podcast. Alle Folgen und auch die Folgen, die bald rauskommen. Grüße. Oh ja, wir haben auf jeden Fall, das werden wir nochmal ein bisschen größer ankündigen, die nicht diese Woche, sondern nächste Woche erscheinende Folge, die wird auch für die Freunde des, wie soll ich sagen, der Red Bull-Thematik eine sehr interessante sein. Ach du Schande, nein. Ja, für Freunde des Eintracht-Podcasts sowieso. Das sowieso, ja. Genau. Ich muss zugeben, also, ich habe ein paar Folgen in letzter Zeit geskippt, weil es dann einfach doch zu viel war, aber Jetzt wird's wieder besser. Unverpassbar. Was heißt, ja, das ist, also ich fand die Sonderfolge zu Scott Steiner schon sehr grandios. Danke. Die muss ich mir noch anhören, weil Scott Steiner ist auch so eine Erscheinung. Der ist nicht mehr so breit wie früher. Die war grandios. Ich bin wieder drauf reingefallen und wollte mir abends nur dieses eine Promo-Video angucken und habe dann wieder
anstatt zu pennen, 2 Stunden im Bett gelegen und mir Scott Steiner Videos auf YouTube angeguckt. Das ist fürchterlich, Marvin. Du kannst sowas nicht tun. Geil. Also Leute, wir haben eine Empfehlung. Die aktuelle Folge über Scott Steiner, das ist auf jeden Fall was, was man sich angucken kann, auch wenn man anhören kann, auch wenn man nicht der größte Wrestling-Fan ist. Holla, für ihn. Jetzt habe ich so Bock. Schau mir ein Steiner Brothers Match an. Gut. Und wir haben übrigens auch viele Sound-Dokumente reingebaut, also damit ihr genau wisst, worüber wir gesprochen haben. Insofern hört euch das mal an. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel zu für heute, denn ich muss auch mal was essen jetzt. Genau, der Basti ist schon wieder der Sucht erlegen, der Herr Marvin muss was essen und ihr müsst jetzt ganz dringend auf YouTube surfen und euch Videos von Scott Steiner anschauen. Also von daher hat jetzt jeder seine Hausaufgaben. Ich mache mich jetzt hier dran und mache die Folge hier ein bisschen rund. Und because versuch mal, there's nothing finer than Scott Steiner. Yeah! Oh, Kinders. Ich lande gleich wieder auf YouTube und gucke mir schon wieder den Kram an. Das ist ja fürchterlich. So. Besser als was ich bei YouTube mache und bei Google. Ich bin letztes Mal 2 Stunden die Welt der Alleinunterhalte abgerutscht. Ja, das ist ein Thema, was ich absichtlich hier nicht ansprechen wollte. Ja, ganz bestimmt nicht. Wer mehr über Alleinunterhalter wissen möchte. Das sollte jeder Hörer mal tun. Mal einfach bei Google Alleinunterhalter eingeben, der Rest kommt von selber. Nein, lass das. Das kannst du dann auch nach Bundesländern sortieren und so ein Kram. Ach du lieber Zeit. DJ Frankie Blue, Buffy Scorpion, da stehen die mit den riesen Keyboards. Hast du den eigentlich gebucht? Für den Buffy Scorpion? Nee, hier Frankie Blue, ja. Nee, du hast es mir versaut, als du gesagt hast, Bussy Red und Frankie Blue sind die Red Bull-Farben, da habe ich ihn nie wieder ausgeladen. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Du hast auf jeden Fall geliked, aber. Ich habe es geliked, ja. Genau, dadurch habe ich es erst gesehen. Das konnte man nicht nur liken, also das war ja sowas. Nee, ist auf jeden Fall. Mach das einfach mal. Das dauert nur 5 Minuten, der eine oder andere wird auch schneller wieder rauskommen, aber man macht es. Man gibt mal bei Google Alleinunterhalt an. Allein die ersten 6 Typen, die da auftauchen auf dem Handy, sind hier grandios. Also, wem heute noch nicht schlecht war, der folgt Bastis Vorschlag. Wer jetzt gutes Entertainment haben will, der folgt dem Vorschlag von Marvin. Und man kann auch beides machen. Man kann, während man es hört, kann man es machen. Ja, es geht auch, aber das ist dann so Achterbahnfahren quasi. Nee, das machen wir nicht. Macht doch einfach, was ihr wollt. Auf jeden Fall, ihr hört morgen die Folge hier vom Eintracht-Podcast und empfehlt uns ordentlich weiter. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Genießt die letzten Tage noch, schaut jetzt vielleicht noch den Rest vom Niederlandenspiel, das ist auch schon rum. Ach, macht doch einfach, was ihr wollt. Und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.